da Kammerschöns humanistisches Erbe bekommen. Mein Name ist Andrea Herner und auch im Namen von Professor Valentin, dem Direktor des Hauses, darf ich Ihnen die besten Grüße und Wünsche ausrichten. Dieses Symposium ist entstanden in Kooperation mit dem schwedischen Honorargeneralkonsulat Frankfurt, dem Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung, der Evangelischen Akademie und last but not least der hier im Haus beheimateten Akademie Vivarius Maurus. Allen Kooperationspartnern sei ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle gesagt für die gute Zusammenarbeit, die eben das alles möglich macht. Außerdem freuen wir uns sehr, dass wir für die Moderation Frau Michaela Pilters gewinnen konnten. Sie wird sie durch den heutigen Nachmittag führen. Frau Pilters arbeitete unter anderem als Redakteurin beim Hessischen Rundfunk, bevor sie zum ZDF wechselte und dort 33 Jahre lang die Redaktion Kirche und Leben geleitet hat. Vielen Dank, Frau Pilters, dass Sie heute Nachmittag hier für uns da sind. Ja, warm willkommen. Ich wünsche Ihnen einen guten Nachmittag und gebe gerne das Wort an Frau Pilters. Auch von mir ein herzliches Willkommen Ihnen allen. Ein Willkommen denen, die hier im Saal sind, die es geschafft haben, trotz Bahnstreik und anderer Widrigkeiten heute Nachmittag hier zu sein. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Aber auch ein herzliches Willkommen all denen, die über Stream im Internet mit uns verbunden sind. Wir werden heute Nachmittag sehr viel mehr sein, als wir hier im Saal sind. Fühlen Sie sich in einer größeren Gemeinschaft aufgehoben. Und auch die, die jetzt zu Hause sitzen an ihren Bildschirmen und uns zuhören, Sie sind mit eingeladen, dann nachher auch Fragen zu stellen im Chat. Wir werden versuchen, Sie dann einzubinden und das, was wir so schön mittlerweile Hybridveranstaltungen nennen, eben hier auch durchführen. Es gibt einen berühmten, sozusagen Cold Case, nennen es die Kriminaltechniker, Fälle, die nie aufgeklärt werden konnten. Mit einem haben wir es heute Nachmittag zu tun, auch wenn wir ihn nicht aufklären werden. Aber 1961 stürzte im Kongo ein Flugzeug ab, an Bord der Generalsekretär Dag Hammarskjöld. Und niemand weiß bis heute, wodurch dieser Absturz ausgelöst wurde. Aber es war eine große Tragik. Denn der damalige Generalsekretär, den hätte man, glaube ich, angesichts der vielen Krisen immer noch gebraucht. Es ist jetzt fast 60 Jahre her, am 18. September 1961 ereignete sich dieser Flugzeugabsturz und wir wollen heute Nachmittag an Dag Hammarskjöld erinnern und uns fragen, nach seinem Erbe, was hat er uns hinterlassen, was können wir heute von ihm noch lernen. Dazu haben wir interessante Gäste da, die ich dann nachher noch vorstellen möchte. Aber jetzt darf ich erst noch mal den Generalvikar des Bistums Limburg um sein Grußwort bitten. Bitte, Herr Rösch. Ja, es ist eine sehr große Freude, hier sein zu können heute. Nicht nur, dass wir in dieser Zeit von Corona überhaupt zusammenkommen können, sondern auch mit dem Anlass des heutigen Tages, eben das humanistische Erbe von Dag Hammarskjöld, darauf zu schauen. Er ist eine Persönlichkeit, die vieles verbindet. Zunächst mal auch in diesem ökumenischen Sinn freue ich mich, dass der Kirchenpräsident Volker Jung und aus der schwedischen Kirche einige Vertreter hier sind. Aber Ökumene in seinem Sinn ist nicht nur kirchenverbindend, sondern auch nationenverbindend. Eine große Ehre,
seine Exzellenz den Botschafter des Königreichs Schweden hier zu haben, Herrn Törresen, und andere Vertreter, die nicht nur diese Persönlichkeit würdigen wollen, sondern sich seine Inspiration bedienen oder vielleicht in seinem Geist auch wirken wollen. Wir leben ja in einer Zeit, wo das Thema Religion auf der einen Seite so in der Frage der Systemrelevanz oder Bedeutung für Gesellschaften hat einerseits und auf der anderen Seite diese große Wucht, die Religion haben kann im Spalten von Gesellschaften oder eben auch, das erleben wir zeitgleich, im Integrieren und Zusammenführen von Menschen. Die Dinge sind immer, was die Personen und Persönlichkeiten daraus machen, und wir haben heute hier eine Persönlichkeit, zu der wir etwas hören werden. Und ich freue mich sehr darauf, dass das kompetent sein wird, nachher mit Professorin Deitelhoff und nicht nur dem Botschafter, sondern auch dem Professor Schulz, die dazu was sagen wollen. Aber ich möchte auch einen ganz persönlichen Impuls geben. Als da Kammersgirl Verunglückte zu Tode kam, war ich 2 Jahre alt. Das war noch keine Begegnung. Jetzt weiß jeder, dass ich 62 bin. Aber dann 20 Jahre später als Student im Maschinenbau und auf der Suche fiel mir sein Tagebuch in die Hände, und es ist eins der Bücher, die mich sehr tief bewegt hat. Auf der einen Seite die Frage, was mache ich aus meinem Leben, werde ich Maschinenbauingenieur oder vielleicht was ganz anderes, zu merken, da ist ein Mensch, der sein Leben lang auf der Suche und Frage ist. Und vor allem die Art und Weise, wie er diese Fragen stellt, wird deutlich, dass er nicht in der Souveränität, dass für ihn alle Antworten klar sind, sondern dass aus der Kraft auf der Suche zu sein und sogar das Zweifel zu haben an sich selbst eine Kraft gibt, eine Persönlichkeit und Autorität zu sein, hat mich sehr ermutigt. Das Zweite, damals in einem Bibelkreis, der eher freikirchlich geprägt war und als Katholik da Exot sein, das ist konfessionelle Heimat, und bei ihm zu sehen, er ist vermutlich schwedische Kirche gewesen, aber das ist das Thema Konfession, nicht das, was ihn inspiriert, sondern dieses mystisch aus einer Beziehung mit Gott leben, seine Verantwortung in gesellschaftlicher Gestaltung, übernational und von daher auch, wenn wir heute zusammen sind, immer überkonfessionell zu sehen, also nicht vereinnahmbar zu sein, aber inspirieren zu können. Und das Dritte, es ist zum Schluss eben Menschen, die als Individuen und Persönlichkeiten Leitungsfiguren werden und damit neue Fragestellungen. Die Vereinten Nationen waren gerade in der zweiten Generation, und die Fragen, die auch heute noch auffächern, bahnten sich damals an, aber waren genauso wie heute eben nicht kurzfristig zu lösen. Vermutlich, wer da hineinging, musste diese Frustrationsbereitschaft mitbringen, in allem trotzdem und Ohnmacht mächtig wirken zu können. Auch etwas, was sehr inspirierend ist für jeden, der heute in Politik oder Kirche oder Gesellschaft ist, weil die Fragen werden immer zu groß sein und die Antworten nicht einfach, aber eben nicht die Resignation, sondern sich da ganz einzubringen. Würden wir ihn kirchlich vereinnahmen wollen, wäre er heute schnell Märtyrer, der aus seiner Überzeugung heraus bis dahin in den Tod das gelebt hat. Aber er ist nicht zu vereinnahmen. Er gehört niemandem außer seinem Gewissen und seiner inneren Inspiration und möchte genau so für uns heute Inspiration sein. Insofern das als dritter Anlass heute hier sehr froh zu sein, nicht nur Corona, nicht nur was er alles zusammenbringt, Politik und Kirche, sondern dass er auch als Gestorbener eine lebendige Inspiration ist, weil er aus etwas lebt, sowohl von seiner politischen als auch von seiner mystisch-religiösen Herkunft her, was auch in uns lebendig sein kann. Ich freue mich sehr auf die Fachdiskussion, die da ist. Und ich glaube, dass auch wir alle persönlich nicht nur etwas mitnehmen, um anderen etwas zu erzählen, sondern genau darin auch selbst geprägt zu werden. Sie haben ihn vorher vielleicht schon auf der Leinwand gesehen. Wir hören jetzt das Grußwort des evangelischen Präsidenten der Kirche Hessen und Nassau, Herr Dr. Volker Jung, Kirchenpräsident,
Ja, einen herzlichen Gruß in die Runde. Vielen Dank, dass es möglich ist, dass ich auf diese Weise teilnehme. Ich freue mich sehr, grüße besonders seine Exzellenz Botschafter Teverson, Herrn Landtagspräsident Rhein, Herrn Generalvikar Wolfgang Rösch, liebe Frau Professorin Weidenhoff, lieber Herr Professor Heiko Schulz, Ihnen allen, die Sie dort im Raum sind, herzliche Grüße hier aus Darmstadt. Es ist schön, dass Sie heute im Haus am Dom sich der Frage nach Dag Hammarskjölds humanistischem Erbe stellen, gemeinsam mit den Kooperationspartnern, schwedischem Generalkonsulat, der HSFK und der Evangelischen Akademie Frankfurt. Die Riege der Kooperationspartner ist ja schon der Hinweis auf die vielfältige Persönlichkeit nach Dag Hammarskjölds. Es ist interessant, Wolfgang Rösch und ich sind vom Alter her jetzt nicht so weit auseinander. Ich bin Jahrgang 60 und interessanterweise ist es doch offenbar so, dass Dag Hammarskjöld dann eine prägende Figur für unsere Generation war, obwohl wir ihn natürlich persönlich nicht erlebt haben, auch medial nicht erlebt haben, aber er doch sehr präsent war. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist bei jüngeren Leuten. Ich glaube eher nicht. Ich habe heute noch jemand gefragt, sagt Ihnen der Name überhaupt was? Und da hat jemand völlig mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, ist mir völlig unbekannt. Und der war auch etwas jünger. Also eine prägende Figur für Menschen meiner Generation. Und bei mir war es auch so, ich habe mir damals zu Studienzeiten dieses Zeichen am Weg gekauft. Und es ist auch eines der Bücher gewesen, ähnlich wie bei Wolfgang Rösch, das mich begleitet hat, als den Blick auf diesen Menschen in der Politik, der aber eine geistlich interessierte Persönlichkeit, ein geistlich bewegter Mensch war. Seine Frömmigkeit, sein Glaube, seine Christusmystik, die haben mich damals auch angesprochen. Es war ja so, dass er diese Frömmigkeit nie vor sich hergetragen hat. Und doch hat sie ihn offenbar sehr geprägt. Als Politiker, vor allem als Friedenspolitiker. Und diese beiden Seiten, die finde ich nach wie vor spannend und auch gut sie wahrzunehmen, sie auch miteinander ins Gespräch zu bringen. Nun ist es ja so, wenn man Dag Hammarskjöld als Politiker bezeichnet, dann trifft man sein Wirken spätestens als Generalsekretär der UNO eher doch nicht so ganz. Das war ja doch noch etwas anderes. Er ist bis heute, in dieser Formulierung, ein Role Model des International Civil Servant. Kofi Annan hat das so beschrieben und der hat ja mit Dag Hammarskjöld einiges gemeinsam. Das Amt des UN-Generalsekretärs, die Auszeichnung als Friedensnobelpreisträger, die Vorbildfunktion als International Civil Servant und eben den christlichen Glauben. Es war Kofi Annan, der vorgeschlagen hat, aufgrund seiner eigenen Erfahrung allen UN-Generalsekretärinnen mit auf den Weg zu geben als Leitfrage, how would Hammarskjöld have handled this? Das erinnert natürlich den Kirchenpräsidenten an die alte Niemöller-Frage, der immer gesagt hat, was würde Jesus dazu sagen? Und auch da ist ja eine spannende Koinzidenz, sich rückzubeziehen und zu fragen, was würde jetzt ein anderer sagen? Und die Verbindung von Hammarskjöld und Jesus, die ist ja doch auch eine ganz eigene. Der Einsatz für den Frieden war eine Triebfeder Hammarskjölds. Das begründete sein Verständnis und seine tiefe Loyalität zu den Werten der UN-Charta. Als Generalsekretär, so kann man es vielleicht sagen, hat er die Berufung seines Lebens gefunden. Grundlage für den Frieden waren für ihn gleiche politische Rechte, gleiche wirtschaftliche Entwicklungsmöglichkeiten, Rechtsstaatlichkeit und Gewaltfreiheit. Alle vier Prinzipien dachte er immer bezogen sowohl auf die UN-Mitgliedstaaten als auch auf alle menschlichen Individuen. Er wollte keine UNO als statische Konferenzmaschine. Für ihn war die UN, so haben Sie es, liebe Frau Professorin Deitelhoff, gemeinsam mit Ben Christian jetzt erst gerade beschrieben, ein globaler Streitraum. Und ich denke, das werden Sie nachher sicher noch ausführlicher erklären. Er forderte eine UNO als dynamisches Instrument für den Wandel in der Welt, durch das die UN-Mitglieder kollektiv
Formel von Executive Actions entwickeln. Als Theologe sage ich, Hammarskjöld steht für ein umfassendes Friedensverständnis, das zweifellos auch von den biblischen Friedensvisionen vom Shalom geprägt ist. Wie steht im Zusammenhang seines geistlich-theologischen Weges, obwohl er sich in Interviews gelegentlich auch zu religiösen Fragen äußerte, trug er, das hatte ich bereits gesagt, seinen Glauben nicht vor sich her. Und das Erstaunen war ja groß, als nach seinem Tod unter dem Titel Zeichen am Weg oder Wegmarken veröffentlicht wurde, was er selbst als Weißbuch meiner Verhandlungen mit mir selbst und mit Gott bezeichnet hatte. Über 30 Lebensjahre lang lose aneinandergereihte Eintragungen in teilweise poetischer Form bezeugen die Suche eines oft einsamen Menschen nach Sinn, die Suche nach einer Aufgabe, für die es sich zu leben lohnt, zu dienen und auch zu sterben. Die Suche nach Gott. Dabei hat Hammarskjöld viele literarische, philosophische und theologische Traditionen mit seinen Lebenserfahrungen in einen existenziellen Dialog gebracht. Die lutherische Dialektik von innerer Freiheit und äußerer Dienstbarkeit, das war die Prägung vielleicht aus seiner schwedischen Herkunftskirche, die Mystik des Mittelalters mit ihrer meditativen Vereinigung mit Gottes Kraft als Voraussetzung für das selbstlose Engagement in der Welt. Ich-Du-Philosophie Martin Bubers und mit Nathan Söderblom und Albert Schweitzer eine Konzentration auf den Menschen Jesus und seine riskante Ethik der Liebe bis hin zum Selbstopfer. Auf seiner schicksalhaften letzten Reise hat er das Büchlein Die Nachfolge Christi von Thomas von Kempen bei sich gehabt. In den Trümmern des Flugzeuges fand man ihn mit der Schrift Ich und Du von Martin Buber. Ich bin überzeugt, dass dieser sein geistlicher Weg ihn zu einer inneren Freiheit und einer persönlichen Integrität geführt hat, die sein weltpolitisches Wirken erst ermöglicht haben. Ich schließe mit zwei Zitaten. Unsere Friedensarbeit muss im persönlichen Inneren eines jeden von uns beginnen. Wenn wir eine Welt ohne Angst aufbauen wollen, dürfen wir selbst keine Angst haben. Wenn wir an einer gerechten Welt mitwirken wollen, müssen wir selbst gerecht sein. Wie können wir für Freiheit kämpfen, wenn wir innerlich nicht frei sind? Wie können wir Opfer von anderen verlangen, wenn wir selbst nicht dazu bereit sind? Und zum Ende noch Worte eines Gebetes von Dag Hammarskjöld. Du, der du über uns bist, du, der du einer von uns bist, du, der ist auch in uns, dass alle dich sehen, auch in mir, dass ich den Weg bereite für dich, dass ich danke für alles, was mir widerfuhr, dass ich dabei nicht vergesse der anderen Not. Behalte mich in deiner Liebe, so wie du willst, dass andere bleiben in der meinen. Möchte alles in diesem meinem Wesen zu deiner Ehre werden und möchte ich nie verzweifeln, denn ich bin unter deiner Hand und alle Kraft und Güte sei in dir. Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Symposium. Von Herrn Landtagspräsident Boris Rhein. Bei ihm möchte ich mich besonders bedanken, dass er gekommen ist, weil ich weiß, dass er noch einen Anschlusstermin hat und deswegen auch früher weg muss. Aber umso mehr schätzen wir es, dass Sie persönlich hierher gekommen sind. Bitte schön. Ja, Herr Botschafter, Exzellenz, lieber Herr Rösch, lieber Herr Dr. Jung, verehrte Frau Professor Deitloff, Herr Professor Schulz, lieber Herr Dr. Bloth, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ja, den Menschen begleiten ja seit jeher Konflikte und Zwistigkeiten, die nicht selten in Krieg bzw. dann auch in kriegsähnliche Zustände münden. Und insoweit muss man wohl feststellen, bedauerlicherweise feststellen,
dass Konflikte zum menschlichen Dasein ja nahezu selbstverständlich dazugehören, wie Krankheiten dazugehören oder wie auch Naturkatastrophen dazugehören. Aber auch das muss man feststellen, unter dem Eindruck permanenter Kriege, und das zeigt, der Mensch ist lernfähig, und auch insbesondere mit dem Fortschritt der Zivilisation sind dann vielfach auch Ideen entstanden. Ideen entstanden zur besseren Beilegung oder zumindest jedenfalls zur Steuerung von Konflikten. Die Geschichte, und auch das ist schmerzhaft, die Geschichte hat gezeigt, dass der Mensch, ja, ich will es mal so formulieren, einen schier unerschöpflichen Fundus hat, einen schier unerschöpflichen Fundus an Ideen hat, einander weh zu tun, einander Leid beizufügen, einander Gewalt zuzufügen. Und wenn Sie alleine nur schauen auf das letzte Jahrhundert, sehen Sie, dass unser Kontinent gleich von zwei schrecklichen Weltkriegen erschüttert worden ist. Letzterer, der Zweite Weltkrieg, hat dabei sogar eine größere Anzahl an zivilen Opfern gefordert als an gefallenen Soldaten. Und aus jenem Krieg, aus diesem Krieg, also aus dem Zweiten Weltkrieg, mit dem, auch das muss man dazu fügen, Deutschland ja die Welt hat in den tiefsten Abgrund blicken lassen, ist eine Erkenntnis entstanden, ist die Erkenntnis entstanden der Notwendigkeit einer Institution und einer demokratischen, aber vor allem einer diplomatischen Plattform, und ich füge ihn zu einer moralischen Plattform, um über den Weg der multilateralen Diplomatie weitere Kriege zu verhindern, um Frieden und Menschenrechte zu bewahren. Und so ist die jüngste Geschichte Deutschlands mit der Entstehungsgeschichte der Vereinten Nationen eng verknüpft. Und seit der Gründung, seit 1945, sind sie eben Ankerpunkt für eine internationale Ordnung, für eine regelbasierte internationale Ordnung, in der es nicht den Weg, ja das Recht des Stärkeren gibt, sondern in der es den Weg des Respektes, in der es den Weg des Kompromisses, in der es den Weg der Stabilität und in der es den Weg des Friedens gibt. Und wenn wir dabei über Frieden reden, ist mit Frieden weit mehr gemeint als die Abwesenheit von Gewalt. Mit Frieden ist gemeint, dass er die Grundvoraussetzung ist für eine fruchtbare Entwicklung von Gemeinschaften. Dass er die Grundvoraussetzung ist für eine Gesellschaft und für ein Zusammenleben, in der jedes Mitglied gleiche Rechte und auch gleiche Chancen hat. Und sehr zutreffend hat es Dag Hammarskjöld, dem zu Ehren dieses hochbesetzte Symposium, für das ich mich ausdrücklich bedanken will, bei all denen, die es organisiert haben, veranstaltet wird. Er hat es zutreffend bei seiner Antrittsrede vor der UNO formuliert, in diesem Sinne, den ich eben genannt habe. Und ich möchte einen Satz daraus zitieren, der so viel dazu aussagt. Er sagte, das tiefste Gebet der Menschen bittet nicht um den Sieg, sondern um den Frieden. Und insoweit, glaube ich, ist auch eben durch die beiden vorhergehenden Grußworte sehr deutlich geworden, dass Dag Hammarskjöld eine Persönlichkeit war, eine Persönlichkeit, deren Integrität und deren Courage, aber auch deren Verhandlungsgeschick und Einsatz für Frieden und Menschenrechte bis heute beeindrucken und nachwirken. Und ich glaube schon, Herr Dr. Jung, dass das eigentlich generationenübergreifend ist, weil Hammarskjöld ist immer noch ein Name, Hammarskjöld ist immer noch ein Begriff. Und ich glaube, er ist zu Recht immer noch ein Begriff, weil sein Antrieb ja darin beruhte, auf der Überzeugung, dass die Vereinten Nationen nicht dem Zweck dienen, so wie er gesagt hat, ich will auch hier zitieren, die Menschheit in den Himmel zu führen, sondern um sie vor der Hölle zu retten. Und so rang er in seiner Zeit als Generalsekretär stets um das echte Gespräch und um den wirklichen Dialog. Auch wir sind in unserer Zeit, in der Krisen und Konflikte ja sehr rasch globale Dimensionen annehmen, sehr gut beraten, auf die Kraft eben dessen zu setzen, was ich eben genannt habe, auf die Kraft des echten Gespräches, auf die Kraft des wirklichen Dialoges zu setzen. Denn der Dialog ist, so mühsam und beschwerlich er zuweilen auch sein mag, das weiß sowohl die Kirche als auch die Politik, da haben wir sehr ähnliche Aufgaben. Dieser Dialog ist in Wirklichkeit keine verbrauchte und auch keine wirklichkeitsfremde
Idee, sondern im Dialog liegt ein ganz tiefes Wissen um das, was über so viele Jahrhunderte Leid und Elend über Menschen, über Völker und Nationen gebracht hat. Und im Dialog liegen Hoffnung. Im Dialog liegen Hoffnung und Sehnsüchte, die in Wirklichkeit ja überall auf der Welt die gleichen Hoffnungen und Sehnsüchte sind. Friede, Sicherung von existenziellen Bedürfnissen, Arbeit, der Zugang zur Bildung und natürlich auch der Schutz vor Verbrechen. Und im Dialog liegt auch das Bewusstsein und auch das Gefühl gleichen Wertes und gleicher Würde. Und vor allem liegt im Dialog die Anerkennung, dass man eben allein nicht im Vollbesitz der allein gültigen Wahrheit ist und auch nicht sein kann. Und so pflegen wir in Hessen im Sinne Dakamaskjölds eine gute Tradition, die Verleihung des Hessischen Friedenspreises. Ich habe gerade erst gestern gemeinsam mit Karl Staatsacher und mit Frau Professor Deitelhoff zusammengesessen und wir haben uns über neue Kandidaten oder die nächsten Kandidaten des Hessischen Friedenspreises unterhalten. Und wir wollen mit dem Hessischen Friedenspreis als Land Hessen, als Albert-Oswald-Stiftung und natürlich als Stiftung für Friedens, Hessische Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung, wir wollen damit das Bekenntnis zu Frieden fördern. Wir wollen das Bekenntnis zur Freiheit fördern und wir wollen das Bekenntnis zur Völkerverständigung fördern. Und das jetzt schon 25 Jahre. Der Hessische Friedenspreis würdigt und ehrt Persönlichkeiten, die sich um den Frieden und um die Völkerverständigung in der Welt verdient gemacht haben, die im Alltag friedensstiftendes Engagement gezeigt haben oder die sich eben für eine diplomatische Lösung gewaltsamer politischer Konflikte eingesetzt haben. Also Persönlichkeiten, die den Weg des wirklichen Dialogs gegangen sind, so wie es Dakamaskjöld zu seiner Zeit getan hat. Und im vergangenen Jahr hat das Land Hessen den Friedenspreis an den ehemaligen griechischen Regierungschef Alexis Tsipras und an den mazedonischen Ministerpräsidenten Zoran Zaev verliehen. Beide, Sie wissen das, haben im jahrzehntelangen Konflikt ihrer Länder Griechenland und Mazedonien eine Einigung erzielt, die man schon als wirklich diplomatisches Kunststück bezeichnen kann. Und insoweit waren sie wirklich vorbildliche Preisträger. Tsipras und Zaev, weil sie den Mut hatten und weil sie auch die strategische Weitsicht besaßen, einen Satz zu sagen, der ich finde sehr ausdrucksstark ist. Sie beide haben gesagt, die Vergangenheit darf nicht länger unsere Zukunft verbauen. Wir können diesen Konflikt lösen. Und von diesem Friedensschluss, der uns allen ja noch in guter Erinnerung ist, sie beide haben ja auch persönlich zahlen müssen, das darf man nicht vergessen für diesen Friedensschluss. Es ist nicht einfach gewesen, diesen Frieden herbeizuführen. Deswegen vielleicht auch ging von diesem Friedensschluss ein starkes Signal an die Welt hinaus. Das starke Signal lautete, es gibt nicht nur das Recht des Stärkeren, es gibt auch in der heutigen Welt noch den Weg des Respektes, es gibt auch in der heutigen Welt noch den Weg des Kompromisses und den Weg des Friedens und der Stabilität. Und damit haben die beiden Friedenspreisträger des vergangenen Jahres nichts Geringeres getan als den Weg, und ich zitiere das wieder und ich zitiere es gerne nochmal, des wirklichen Dialoges vorzuschreiben und das eben ohne das nationale Identitäten aufgegeben werden müssten. Auch das will ich durchaus noch hinzufügen. Uns ist es sehr wohl bewusst, Frau Deitelhoff, Herrn Staatsacher und mir und den vielen anderen, die daran mitwirken, Friedenspreise sind kein oder können kein Gradmesser für den Zustand oder für den Fortschritt des Friedens sein. Aber sie tun etwas ganz Wichtiges. Sie richten unseren Blick, sie richten unser Augenmerk auf Konflikte in der Welt. Sie sensibilisieren uns für geschehenes Unrecht und sie fordern uns zu einer kritischen Reflexion auch unseres eigenen Denkens und Handelns auf. Und sie verdeutlichen, und das ist mir besonders wichtig, gerade in einer Zeit wie dieser, dass Frieden, Freiheit und Demokratie kein Selbstläufer sind. Dass Frieden, Freiheit und Demokratie alles andere als diese manchmal zu verspürende Gleichgültigkeit verdient haben, sondern dass sie tagtäglichen Einsatz, dass sie tagtägliches Bemühen erfordern, weil sie sonst schneller wieder weg sind, als wir sie genießen durften. Und insoweit möchte ich
Ihnen danken für dieses Symposium zu Hammarskjölds humanistischem Erbe, weil es uns daran erinnert, niemals darin aufzugeben, über den Weg des wirklichen Dialogs für Frieden, Freiheit und Völkerverständigung einzutreten, egal wie groß die Kluft sein mag zwischen der Welt, die wir uns wünschen, ja, und der teilweise dann doch sehr ernüchternden Realität. Und ich füge hinzu, gerade in diesen Tagen, gerade in diesen auch international so schwierigen Tagen, ist kaum etwas aktueller als das. Und insoweit freue ich mich sehr, dass ich heute bei Ihnen sein kann und bin sehr gespannt auf das Diskussionspanel. Herzlichen Dank und herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, Herr Landtagspräsident. Ich darf jetzt die drei Teilnehmer des Panels bitten, hier in den Stühlen Platz zu nehmen. In der Mitte bitte seine Exzellenz Herr Botschafter, neben ihm Frau Professor Deitelhoff und Herr Professor Schulz hier. Noch eine kleine Anmerkung: Wenn Sie an Ihrem Platz sitzen, dürfen Sie die Maske auch ablegen. Dankeschön. Meine Damen und Herren, ich begrüße unser Panel. Ganz besondere Freude ist es, dass seine Exzellenz der Botschafter des Schwedischen Königreichs in Berlin bei uns ist. Sie sind seit 2017 Botschafter in Deutschland, vorher waren Sie Botschafter in der Schweiz, aber uns sind heute vor allem Ihre Erfahrungen bei der UNO, Sie waren in New York zweimal und Sie haben auch bei der KSZE mitgewirkt, also Sie haben in dem Bereich, der uns besonders interessiert, sehr viel diplomatische Erfahrungen sammeln können. Und wir sind froh, von Ihnen zu hören, was Sie von Ihrem Landsmann, Dirk Hammarskjöld, zu berichten wissen. Ihr Mikrofon liegt neben Ihnen. Ja, vielen Dank, Frau Pelters. Und ich muss sagen, mich hat unser Generalkonsul Christian Bloth schon, glaube ich, vor fast einem Jahr gefragt, ob ich dann vielleicht Lust hätte, nach Frankfurt zu kommen, um im Haus am Dom über Dag Hammarskjölds humanistisches Erbe zu sprechen. Und gell, Christian, ich habe sofort ja sehr gern geantwortet. Und es ist wirklich eine große Freude, hier zu sein in dieser tollen Runde. Dag Hammarskjöld, glaube ich, für viele Schweden bedeutet vielleicht noch mehr als für andere. Ich bin auch so ein Anfang 60er Person. 62 geboren, also Dag Hammarskjöld war dann schon tot, aber trotzdem ein Riese in der Weltpolitik und in Schweden wegen seinem Moral und sein Mut. Und als ich dann vor über 30 Jahren ins Auswärtige Amt kam, gibt es natürlich keinen anderen Vorbild als Dag Hammarskjöld, aber es ist schwer zu erreichen, kann ich sagen. Und ich bin natürlich kein Experte von Dag Hammarskjöld und sein Leben. Ich habe viele Bücher gelesen und so weiter. Aber ich habe gedacht, es wäre vielleicht interessant, wenn ich so persönliche Reflexionen und auch Erfahrungen aus meinen zwei Posten an der UNO in New York. Also was ist von seinem Erbe in New York geblieben? Und das erste Mal war ich von 95 bis 99 in New York stationiert. Da saß Schweden im Sicherheitsrat 97 und 98. Und schon als ich ankam, war ich ein bisschen ehrfurchtig. Ja, gibt es dann immer noch Mitarbeiter im Sekretariat, die den Dag kannten? Und habe wirklich vielen gefragt
Und egal, ob es der Wachmann, der schon lange dabei war, ein Büroangestellter oder der AS, also Assistant Secretary General in der politischen Abteilung, alle haben einen riesen Eindruck von Dag Hammarskjöld. In ganz toller Erinnerung. Die sagten, das sei der beste Generalsekretär je. Ein toller Chef auch, der hatte sein Personal immer gesehen und kennengelernt. Und man war stolz, für und unter Dag Hammarskjöld gearbeitet zu haben. Und was waren dann die, sozusagen seine Stärken? Und das ist jetzt auch basiert auf Gespräche mit Mitarbeitern bei der UNO. Die haben gesagt, ja, er verkörpert das, was eigentlich jeder Generalsekretär nachstreben sollte. Er sieht sich oder er sah sich als ein wirklich internationaler Beamter, eigentlich nur dem Charta verpflichtet. Ich habe meine Originalcharta dabei, kann immer gut zu haben sein, aus dem Jahr 95. Nicht Großmächte und auch nicht sein eigenes Land. Das hat man ja auch oft gesehen bei hohen Funktionären bei der UNO. Man hat auch hervorgehoben, dass er immer die Initiative ergriffen hat. Er hat also nicht gewartet, bis irgendein Großmacht oder ein Konflikt ausgebrochen ist, sondern voll Gebrauch gemacht von Artikel 99. Und da kann man lesen, das ist ganz einfach formuliert, aber das gibt dann den Generalsekretär wirklich die Möglichkeit einzugreifen. The Secretary General may bring to the attention of the Security Council any matter which in his opinion may threaten the maintenance of international peace and security. Das ist so ein Gummiparagraf. Man kann also eigentlich alles anhängig im Sicherheitsrat machen. Die dritte Eigenschaft, würde ich sagen, das war seine Integrität. Er konnte den Druck auch von den ständigen Mitgliedstaaten standhalten. Ich glaube, seine Antwort auf Nikita Khrushchevs Versuch, ihn abzusetzen, spricht Volumen. Er hat ja dann aus dem Rednerpult im Generalversammlung gesagt, it is not the Soviet Union or indeed any other big powers which need the United Nations for their protection. It's all the others. Und klar waren dann seine UN-Kollegen sehr, sehr stolz auf ihn. Und da kann man ja übrigens sehr ein bisschen ironisch, ich glaube, Dag Hammarskjöld war der elfte Versuch, einen Nachfolger von wie heißt der Vorgänger zu finden. Und die wurden alle von einem permanenten Mitglied gevetoed, weil sie anscheinend zu stark waren. Und in Dag Hammarskjöld hat man diese graue Maus, hat man gedacht, gefunden. Ein Beamter aus Schweden ohne politischer Ehrgeiz, der einfach das machen soll, was wir ihm sagen. Nach Trygve Lie natürlich. Und natürlich, er stand auch für Moral und Humanismus. Das sollte man ja denken, das würde bei jedem Generalsekretär der Fall sein, aber das meinten auf jeden Fall die Mitarbeiter im Sekretariat. 1995 war das ja der Boutros-Ghali. Ich werde keine Rezension machen. Das zweite Mal kam ich 2014 nach New York. Da hat man schon gemerkt, da war Dag Hammarskjöld vielleicht nicht so anwesend unter den Kolleginnen und Kollegen im Sekretariat. Aber da gab es das andere Thema, das haben Sie ja auch angesprochen, sein ungeklärtes Tod in Ndola vor 60 Jahren. Und es gab schon in den 60ern ein paar Untersuchungen und auch eine schwedische Untersuchung in den 90ern, aber die haben so viele Fragen offen gelassen. Trotzdem ist nicht viel passiert, es wurden Bücher geschrieben und Susan Williams hat, glaube ich, das beste Buch, Who Killed Hammarskjöld, kann ich allen empfehlen, geschrieben. Und daraufhin haben sich eine Gruppe ganz prominenter Juristen zusammengetan und die Hammarskjöld Commission geformt.
und sind wirklich dann gründlich der Sache nachgegangen. Und deren Bericht kam in 2013 und hat zu einem Aufschrei geführt. Weil die haben dann wirklich Leute getroffen, die nie vorher befragt waren, also Augenzeugen in Ndola. Und warum waren sie nicht in den 60er gefragt worden? Ja, das waren schwarze Landarbeiter. Und damals hat man gedacht, die haben doch eh nichts zu sagen. Das ist ganz schlimm. Und auch andere, also es gab eine Spur nach Südafrika, es gab diesen belgischen Piloten und so weiter, viele offene Fragen. Und daraufhin hat der Generalsekretär Ban Ki-moon gesagt, ja, ich werde diese neuen Informationen nachgehen. Aber dann ist eigentlich gar nichts passiert. Und im Jahr 2014 haben wir dann gedacht, als ja, sozusagen Hammarskjölds Home Country, wir müssen jetzt was unternehmen. Und dann haben wir die Delegation von Sambia kontaktiert, wo Ndola heute liegt. Und die waren sofort dabei, ja, wir müssen jetzt diese Sache aufgreifen. Haben dann eine Resolution gebastelt, wo wir vom Generalsekretär sagen, er muss diese neuen Informationen in dem Bericht der Kommission nachgehen und prüfen, ob sie nachhaltig sind, und dann einen Bericht an die Generalversammlung geben. Und das war 2014. Ich hatte dann die große Ehre, als Repräsentant für Schweden in der Generalvollversammlung diese Resolution vorzulegen, wurde einhellig angenommen, und im nächsten Jahr hat dann der Generalsekretär, ist er zurückgekommen mit einem Bericht. Er hat dann gewisse Fakten vielleicht zur Seite legen können, aber auch gewisse als stärkere Indizien, dass da was Faules am Laufen war. Und dieser Prozess läuft immer noch leider. Ich hoffe, dass ich noch erleben werde, was eigentlich an dem Tag am 18. September 1961 passiert ist. Vielleicht eine letzte Bemerkung, weil es ja um das Erbe von Dag Hammarskjöld, nicht nur die Familien von den, ich glaube, 18 Mitgliedern in seinem Flugzeug waren sehr, sehr dankbar, sondern auch wieder das Personal. Man hat gemerkt, das kann nicht sein, dass die UNO sich nicht um den Tod von seinem besten Vertreter kümmert. Und da kamen viele zu uns und haben gesagt, wir finden es ganz toll, was ihr macht, und wenn wir unterstützen können, machen wir das gern. Also sein Erbe lebt sehr wohl. Und nur nebenbei gemerkt, die schwedische Mission liegt an Dag Hammarskjöld Plaza One in New York. Wir haben sein Meditationszimmer. Es wird jedes Jahr ein Kranz niedergelegt, dieses Jahr natürlich ganz groß am 18. September. Es gibt ja überall Dag Hammarskjöld Straßen, Dag Hammarskjöld Plazas. Es gibt Professuren, es gibt in Uppsala die Stiftung, Dag Hammarskjöld Stiftung, und es gibt alles mögliche. Also ich würde schon sagen, auch in der heutigen Generation, man weiß, die meisten wissen, wer war er, aber nicht so viel mehr. Das vielleicht nur als kurze Einführung. Sind Sie denn zuversichtlich, dass tatsächlich noch eine Klärung dieses Prozesses erfolgen wird, nach so langer Zeit, nach 60 Jahren? Ich würde nicht sagen zuversichtlich, aber wir werden nicht aufhören, bis wir wirklich alles versucht haben, alle Steine weggeräumt haben. Das Problem ist, dass es bei gewissen Mitgliedstaaten immer noch Archiven gibt, die nicht geöffnet werden. Ich sollte vielleicht keine Namen nennen. Ein Problem ist auch, dass das Flugzeug liegt ja begraben unter dem Tarmac in Ndola auf dem Flughafen. Und nach 60 Jahren kann man da wahrscheinlich schwierig neue Beweise finden. Es ist schwierig, aber ich hoffe und ich finde, er ist es wert und wir sind es wert, endlich zu erfahren, was damals passiert ist. Dann hoffe ich, dass Schweden weiterhin bohren wird und seinem großen Landsmann vielleicht am Ende noch zu noch mehr Gerechtigkeit verhelfen wird. Vielen Dank.
Frau Professor Nicole Deitelhoff, Sie sind die Leiterin des Leibniz-Instituts Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung, von daher auch prädestiniert natürlich zu diesem Thema Friedens- und Konfliktforschung zu sprechen. Sie haben Politikwissenschaft, Rechtswissenschaft und Wirtschaftswissenschaften studiert und sind dann eben über ein paar Umwege, unter anderem auch New York, hierher nach Frankfurt gekommen. Sie haben eine ganze Reihe Wissenschaftspreise bekommen. Von daher sind wir gespannt, wie Ihre Sicht auf das humanistische Erbe von Dr. Hammarskjöld ist. Ja, also vielleicht fange ich auch mal damit an, dass als wir die Anfrage... Ich glaube, das ist Nee, Sie müssen nichts machen. Nee? Funktioniert, gut. Als wir die Anfrage bekommen haben, an dieser Veranstaltung mitzuwirken, wir das auch sehr gerne gemacht haben, nicht nur, weil natürlich Dag Hammarskjöld auch für eine Friedenspolitik, eine aktive globale Friedenspolitik steht, sondern er uns auch durchaus inspiriert hat. Das sieht man vielleicht, wenn man sich das Motto anschaut, das sich die HSFK im letzten Jahr anlässlich ihres 50. Jubiläums gegeben hat. Es lautet nämlich, Frieden fängt bei uns an. Das genau hat Dag Hammarskjöld so nicht gesagt, aber er hat es natürlich im Blick gehabt. Ich glaube, Herr Jung hat das zitiert, als er sagte, wie können wir denn eine globale Frieden erzeugen wollen, wenn wir nicht schon Frieden bei uns erreicht haben? Wie können wir von anderen Opfern erwarten, wenn wir nicht bereit sind, Opfer zu bringen? Das war ja sozusagen diese Idee, wir müssen eigentlich im Innern frei sein, dann können wir auch für Freiheit kämpfen. Das war sozusagen auch die Inspiration für dieses Motto. Wenn ich über Dag Hammarskjölds humanistisches Erbe spreche, dann würde ich bei mir immer die Aufgabe sehen, ein bisschen mehr sein politisches Erbe mal herauszustreichen. Das ist ein humanistisches Erbe, aber das ist mir nochmal ganz wichtig und dann werde ich auch den Begriff des globalen Streitraums gerne nochmal erklären. Ich glaube, wer heute an Dag Hammarskjöld denkt, und ich würde auch sagen, ja, der Name ist noch bekannt und vielleicht denkt man auch noch an die UN, aber wann genau er tätig war und was sich vielleicht genau mit ihm verbindet, wissen viele nicht mehr. Man könnte jetzt so ein paar, sag mal, Innovationen in den Raum werfen und dann wird jeder sofort sagen, ja, natürlich, das ist was, zum Beispiel UN Peacekeeping. Das ist etwas, was Dag Hammarskjöld in die UN gebracht hat, etwas, was in der Charta so nicht vorgesehen war und was er auch sehr kreativ umgesetzt hat. Beispielsweise gab es ja für die ersten UN Peacekeepers gar keine Helme und er hatte dann die sehr kreative Idee, man möge sie einfach US-Helme nehmen und sie in blaue Farbe tunken. Und so ist dann tatsächlich sozusagen die Blue Helmets der UN Peacekeepers gekommen und es ist sicherlich bis heute, trotz aller sozusagen Probleme, die es natürlich auch in diesem Bereich gegeben hat, eine der Erfolgsgeschichten der Vereinten Nationen, das UN Peacekeeping. Andere Dinge, die vielleicht viele nicht so sehr mit seinem Namen verbinden, die ich aber genauso wichtig finde, ist beispielsweise der Bereich der Shuttle- oder der stillen Diplomatie. Auch etwas, was er in seiner Amtszeit intensiv gemacht hat, beispielsweise als um die Freilassung von US-Gefangenen geht, in Shuttle-Diplomatie-Gesprächen mit den Chinesen und den USA oder aber auch eben als es um den Kongo beispielsweise ging, was dann letzten Endes ja auch sozusagen im Kontext dieses ungeklärten Todesfalls stand. Wenn man sich darüber hinaus aber so ein bisschen anschaut, wie Dag die UN verstanden hat und was er meinte, was sie sein müssten, ich glaube, dann kommt sein politisches Erbe erst voll zur Geltung. Denn wenn Sie sich noch mal erinnern, die Vereinten Nationen waren ja eine Antwort auf ein Scheitern des Völkerbundes. Der Völkerbund, der zahnlose Tiger, der im Grunde genommen es nie schaffte, die Großmächte sozusagen zu kontrollieren oder sie zumindest so weit zu beeinflussen, dass sie sich eben nicht in große Kriege miteinander begeben würden. Und dann hatte man diese UN nun also sozusagen entworfen und sie sollte ja anders sein als der Völkerbund, unter anderem, indem sie eben in der Lage wäre, die Machtverhältnisse abzubilden. Deswegen die herausgehobene Stellung, die die sogenannten permanenten Mächte haben sollten, die P5, also Russland oder damals die Sowjetunion natürlich, China, die USA, Frankreich und Großbritannien. Also sagen die UN sollten sich in gewisser Weise an die existierenden Machtverhältnisse halten und dadurch in der Lage sein, in der Politik zu bestehen, in der globalen Weltpolitik, die ja auch drohte, wieder eine etwas stürmische zu werden, nach vielleicht ein paar ruhigeren Jahren. Und Dag Hammarskjöld hat das aber so nicht angenommen, sondern er hat sich eigentlich relativ früh ganz anders positioniert.
Und ich glaube, das war sehr klug. Sie haben es zitiert, die UN sollte nicht für die Sowjetunion da sein. Sie muss auch nicht für die USA da sein, sondern sie muss für all die anderen da sein, die nicht zu den Großmächten gehören, die Schutz brauchen, die Kleinmächte. Ein UN-Generalsekretär muss nicht den Großmächten dienen, er muss der Charta dienen. Und der Charta dienen heißt, er darf nicht passiv neutral sein gegenüber diesen Mächten, sondern er muss aktiv diese Charta an jedem Ort verteidigen. Das war sozusagen das Ziel. Dag Hammarskjöld ist heute jemand, an den wir uns erinnern, wenn es darum geht, wer hat für die Unabhängigkeit der Dritten Welt gekämpft. Dag Hammarskjöld war das. Und zwar gegen den expliziten Willen der Großmächte damals. Er hat das befördert, dass es tatsächlich zu den Unabhängigkeitsbewegungen gekommen ist, aber dass sie erfolgreich waren. Daran hatte auch er und die Vereinten Nationen in dieser Zeit großen Anteil. Und warum war das so? Weil er gesagt hat, eine Vereinte Nation, die niemandem mehr wehtun, die den Großmächten auch nicht mehr wehtun, werden genauso beiseite geschoben wie ein Völkerbund, der sie gar nicht erst sozusagen in irgendeiner Weise in eine Stellung eingeräumt hat. Die Vereinten Nationen müssen auch wehtun. Sie müssen von den Großmächten genauso fordern, wie sie das von den kleineren Mächten tun müssen. Sie müssen der Ort sein, an dem um die Zukunft der Welt gerungen wird. Sie müssen der Ort sein, an dem die Differenzen, die die Staaten ja unbestreitbar jederzeit miteinander hatten, ausgetragen werden können. Wo sonst soll denn ein Rahmen sein, ein Raum sein, in dem die Differenzen, die ideologischen Differenzen, aber die politischen Differenzen auch generell miteinander ausgetragen werden könnten? Und das meine ich und das meinen wir, Ben Christian und ich, wenn wir über die UN als globalen Streitraum sprechen. Und da ist, glaube ich, sozusagen seitdem einiges passiert, was uns auch unruhig stimmen sollte. Also diese Idee, dass tatsächlich die UN der Platz sein muss, wo über die großen Konflikte unserer Zeit gestritten wird, wo über die Zukunft unserer Welt verhandelt wird, die droht ein wenig in Vergessenheit zu geraten. Schauen Sie sich die Zeiten heute an und Sie werden doch in gewisser Weise denken, so viel anders sind sie vielleicht nicht. Wir haben es wieder mit rivalisierenden Großmächten zu tun. Wir haben es wieder mit massiven ideologischen Differenzen zu tun. Wir haben es wieder mit der Frage zu tun, welche zukünftige globale Ordnung wollen wir denn? Aber wir haben es mit einer Zeit zu tun, wo alles andere als klar ist, dass wir diese Fragen innerhalb der Vereinten Nationen behandeln. Gegenwärtig haben wir es mit ganz vielen Konfliktlagen zu tun, in denen die UN am Rande steht, wo sie nicht mehr der zentrale Akteur ist, der die zentralen politischen Wegmarken auch sozusagen gestalten kann. Da müssen wir aber wieder hin zurück. Wir haben es gegenwärtig mit einer Bewegung zu tun, wo es ganz viel darum geht, können wir alternative Institutionen finden, alternative Mechanismen, um Weltpolitik zu betreiben. Allianz für Multilateralisten, Global Summit of Democracies oder for Democracy. Also ganz viele Bereiche, wo wir sehen, dass sich eher überlegt wird, wie kann man jenseits der Vereinten Nationen, die so häufig blockiert sind, das stimmt übrigens, wir haben in den letzten Jahren eine sehr starke Zunahme an Vetos gesehen im UN-Sicherheitsrat im Vergleich zurzeit in den 90er Jahren definitiv. Aber wie kann man sozusagen in dieser Phase jetzt die UN wieder zu dem Ort machen, an dem gerungen wird? Wie können wir verhindern, dass alles nach außen geht? Wie können wir verhindern, dass neue Institutionen ins Spiel kommen? Oder zumindest, wie können wir sie so ins Spiel kommen lassen, dass die UN diejenige Organisation ist, an der alles zusammenläuft? Ich glaube sozusagen, wenn wir über Dag Hammarskjölds Erbe reden, dann reden wir darüber, wie können wir die UN als globalen Streitraum erhalten und wieder stärken. Denn darum geht es gerade jetzt. Wir sprechen ja auch über den 75. Geburtstag der Vereinten Nationen, über die nächste Agenda. Und wenn ich ehrlich gesagt in Veranstaltungen sitze, wo es darüber geht, Zukunft der Vereinten Nationen, dann höre ich immer, und wir müssen nochmal eine Reform anschubsen, wir müssen nochmal im Bereich Frieden und Sicherheit überlegen, wie wir die Abteilung gestalten können, oder wir müssen noch prozessualer schauen, ob wir nicht nochmal im UN-Sicherheitsrat mit Horizon-Scannings und Ähnlichem nochmal schauen, wie wir da effektiver werden. Ich glaube, das führt uns in die falsche Richtung. Wir müssen nicht zum 100. Mal an den Prozeduren arbeiten, wir müssen die Grundidee der Vereinten Nationen wiederbeleben. Und das heißt, das hier ist der Raum, wo alle Differenzen zur Sprache kommen können. Gewaltfrei, hart in der Sache, aber, wie Dag Hammarskjöld sagen würde, vereint in einem Ziel, vereint in einem Zweck, nämlich den Frieden zu sichern. Auch Dankeschön, aber auch da die Nachfrage gleich. Sie sagen, ja, wir müssen da wieder hin, würde ich auch unterstreichen,
Aber wie sehen Sie die Chancen dafür und wo sind die Hammarskjölds dieser Zeit, die diese Idee wirklich wieder, dieser Idee wieder zur Geltung helfen wollen? Also es gibt nach wie vor sehr nicht nur talentierte, sondern auch überzeugte Diplomatinnen und Diplomaten, die an dieser Vision arbeiten und nie von ihr abgelassen haben. Wir haben natürlich eine, sage ich mal, Gemengelage weltpolitisch, die abträglich ist gerade. Wir haben viele Konfliktherde, wir haben massive Interessendifferenzen, aber wir sehen ja auch, dass Veränderungen möglich sind. Also wir haben eben zum Beispiel einen Wechsel im Weißen Haus in den USA, wir haben eine neue Administration, wir haben wieder eine auch dort kompetente, talentierte, wenn ich das so sagen darf, außen- und sicherheitspolitische Mannschaft, die wieder arbeiten will für die multilaterale Ordnung. Und wir haben auch in Europa vielleicht auch sozusagen aus Erfahrung mit den letzten Jahren der USA, natürlich auch mit Erfahrung, würde ich mal behaupten, aus der Covid-Pandemie, in der wir ja noch drinstecken, auch in Europa wieder Ansatzpunkte für eine proaktivere, auch weltpolitische Rolle, in der man wieder mehr tun will, um die UN zu stärken. Das ist alles, das sind Ansatzpunkte und es ist nicht ausgemacht, dass wir damit erfolgreich sein werden, aber ich bin zumindest verhalten optimistisch, weil ich denke, dass wir durch die Krisen der letzten Jahre und auch durch die Erfahrungen, die wir transatlantisch gemacht haben, mehr Impetus mehr haben, wieder vielleicht mehr Antrieb, mehr Motivation, die Vereinten Nationen wieder zu dem zu machen, was sie mal waren. Wie sagt man immer so schön, Ihr Wort in Gottes Ohr. Wir werden sicherlich auch gerade über die Rolle Europas in Bezug auf die UN und Friedenspolitik nachher nochmal reden, aber ich möchte jetzt vor allem erst nochmal unseren dritten Teilnehmer hier am Panel einbeziehen, Professor Heiko Schulz. Er ist Professor für systematische Theologie und Religionsphilosophie hier an der Uni in Frankfurt. Und sein Forschungsschwerpunkt ist eigentlich Søren Kierkegaard. Und natürlich haben Sie auch über die Religionsphilosophie des 20. Jahrhunderts geforscht. Aber ich bin stutzig geworden, als ich das gelesen habe mit Søren Kierkegaard und will im Grunde genommen sogar fragen, sehen Sie da Vergleiche zwischen den beiden? Wir wollen jetzt nicht Kierkegaard würdigen, aber trotzdem wollte ich die Brücke gerne bauen. Ja, ich versuche über die Brücke zu gehen, aber erstmal schönen Dank, dass ich eingeladen worden bin, hier teilnehmen darf. In der Tat, ich bin eigentlich ein Hammarskjöld-Novize. Mir ist er, obwohl ich die Generation von Herrn Jung bin Baujahr 1959, habe ich ihn eigentlich im Studium nicht kennengelernt. Ich kannte seinen Namen. Und der Name und der Klang des Namens war mir sehr sympathisch, weil ich sehr schnell Sympathien für Skandinavische entwickelt hatte. Ich fing an, Kierkegaard zu lesen. In dem Zusammenhang fiel auch irgendwann der Name Hammarskjöld. Aber im Studium ist er mir nicht begegnet. Und ich habe mich jetzt, als ich mich im Vorblick auf diese Veranstaltung ein bisschen vorbereitet habe, gefragt, woran das liegt. Ich glaube, es liegt vor allen Dingen daran, vielleicht zwei Gründe. Das eine ist, er ist ein Mensch auf der Grenze zwischen dem philosophisch-theologischen auf der einen Seite, was seine persönliche Biografie, was seine gewissermaßen seine Weltanschauung betrifft, und das politische Handeln auf der anderen Seite. Und diese schwer fassbare Grenzbeziehung hatte im Studium, im Theologiestudium, im Grundständigen sozusagen keinen Ort. Ohnehin war zu der Zeit, dass ich studierte, die politische Theologie, jedenfalls da, wo ich studiert habe, schwächer, als sie vielleicht heute ausgeprägt ist. Das andere ist aber sicherlich, dass er gewissermaßen zwischen den Stühlen sitzt. Wenn man also diese Autobiografie liest, diesen wunderbaren Text, über weite Strecken ja eine sehr gelungene, literarisch durchgestaltete Aphorismensammlung, wenn man so will, dann ist das eine Textsorte, die auch schwer einzuordnen ist, mit der schwer umzugehen ist. Also insofern das zur Begründung, Hintergrund, warum kam er sozusagen nicht vor. Ich komme auf die Sachfrage gleich noch zurück, ich möchte aber in dem zweiten Schritt anknüpfen an etwas, was Herr Jung eben sagte. Ich habe natürlich jetzt als Theologe auf ihn geblickt und die Texte, die ich jetzt rezipiert habe, unter dieser Brille auch gelesen und auch sein Wirken ein bisschen von daher interpretiert. Herr Jung machte darauf aufmerksam, Luthertum, ja, eine bestimmte Variante des schwedischen Luthertums. Und Herr Jung erinnerte an die Zwei-Regimenten-Lehre, die berühmt-berüchtigte Luthers.
Ich würde sagen, das ist tatsächlich, soweit ich Hammarskjöld verstehe, eine starke Prägung, die sogar bis in sein Elternhaus zurückverfolgt werden kann. Denn offensichtlich ist sein Vater ja ein rigide, arbeitender, politisch wacher und politisch tätiger Mensch gewesen. Er hat auf der anderen Seite eine starke, vielleicht sogar kindlich einfältige Art von religiöser Prägung durch seine Mutter mitbekommen. Und wenn man das jetzt auf den lutherschen Gedanken abbildet, dann würde man sagen, es wird versucht, auf eigentümliche Art und Weise zu verknüpfen, eine innere Freiheit des christlichen Glaubens mit der Bereitschaft, rückhaltlos im Äußeren zu wirken, auch im Sinne von Unterordnungsverhältnissen, also dem Nächsten zu Diensten zu sein. Und das finde ich in seiner Person sehr ausgeprägt wieder, auch in dem, was Sie eben gesagt haben, die ungeheure Integrität, mit der er das eine mit dem anderen zu verbinden weiß. Und jetzt kommt, und das ist eigentlich meine dritte Bemerkung, und ich hoffe, dass sich von da aus noch die Brücke zur Kierkegaard schlagen lässt, die gewisse, aus meiner Sicht eine gewisse Modifizierung dessen, was Luther vorgegeben und vorgelebt hat. Denn als ich so über seine Biografie las, und jetzt diese Texte las, dachte ich, das ist doch unglaublich, wie stark, wie engagiert dieser Mensch politisch wirkt, aber von seinem ganzen mystisch-religiösen, von seiner ganzen Innerlichkeit kommt auf der politischen Bühne erstmal gar nichts an. Die hält er sozusagen für sich verborgen. Und ich habe mich dann gefragt, ist das eigentlich Luther, der ja lautstark predigen konnte und im Namen Gottes auch auf die politischen Verhältnisse, natürlich nie mit Gewalt, sondern immer nur Kraft des Wortes eingewirkt hat, ist das noch dieses Erbe? Und ich würde sagen, das ist es nicht. Es ist etwas anderes, es ist etwas Moderneres und in gewisser Weise auch etwas Vorbildhaftes. Ich wurde erinnert an einen Satz von Jean-Paul Sartre, der schreibt irgendwo, Erfahrung ist das Argument der Greise. Und ich habe mich immer gefragt, was meint er mit dem Satz? Es gibt doch so etwas wie eine Erfahrung, aus der heraus man etwas besser tun kann, als ein anderer es tut. Ja, sehr wohl. Aber es ist ein Unterschied, ob man aus dieser Erfahrung heraus etwas tut oder einem anderen etwas rät, oder ob man diese Erfahrung selbst zu einem Argument macht und sagt, du musst jetzt auf mich hören, denn ich bin lebenserfahrener als du. Und ein Stück weit finde ich das in Hammarskjöld wieder, wenn ich ihn richtig verstehe. Ich glaube, er hätte nie seine eigene christliche Prägung und die Einsichten, die er glaubte, daraus gewonnen zu haben, zu einem politischen Argument gemacht. Sondern er hätte sich an den Tisch gesetzt und sich mit Dingen auf einer Ebene, auf einer politisch-diplomatischen Ebene mit den Menschen auseinandergesetzt, von der er voraussetzen musste, dass es diese Ebene ist, die die anderen mit ihm selber teilen. Also diese Art von Integrität, ganz stark durch die Religiosität geprägt zu sein, sie aber nicht zu einem Argument zu machen in der politischen Auseinandersetzung, das finde ich vorbildhaft. Findet man sehr selten heute, geht bis in die Diskussion hinein, ob man aus christlichen Gründen eine christliche Partei wählen sollte, ob es möglich ist, einer Partei ein C wie Christentum im Namen zu verleihen oder ob das eigentlich ein Ungedanke ist. Das sind alles Dinge, die damit verbunden sind. Und das jetzt letzte Bemerkung, Kierkegaard, klar, ich gewissermaßen lese ich oder glaube ich, Hammarskjöld jetzt ein Stück weit aus Kierkegaards Brille zu lesen, denn ich glaube, der hätte diesen Standpunkt auch vertreten. Der wäre natürlich mit einem viel konservativeren politischen Weltbild, er war ja Anhänger der Monarchie in Dänemark und hat die demokratische Bestrebung seiner Zeit stark kritisiert, aber diese grundsätzliche Zweiteilung zu machen, zu sagen, bevor ich mich in die politische Öffentlichkeit wage und glaube, aus meiner christlichen Überzeugung heraus da etwas beitragen zu können, muss ich ein Vorzeichen machen, muss ich einen Augenblick einhalten. Ich darf, wenn es hart auf hart kommt, mit meiner Überzeugung nicht in der Hinterhand halten, ich muss integer sein, ich muss wahrhaftig auftreten, aber ich habe sozusagen qua Christ nicht das bessere Argument, um mich hier zu äußern. Das ist ja auch ganz erstaunlich. Man hat ihn zu Lebzeiten als Politiker wahrgenommen und die Dimension des Mystikers kam ja erst, nachdem posthum dann eben seine Wegmarken veröffentlicht wurden und man praktisch dann einen Einblick in sein doch sehr reiches Innenleben bekommen hat. Aber die Frage, die ja sonst immer wieder gestellt wird, lassen sich Mystik und Politik vereinbaren? Er hat es vorgelebt, ohne dass man es wusste, mehr oder weniger. Was in gewisser Weise konsequent ist,
der Mystiker als solcher gibt sich vielleicht oder gibt sich nicht als solcher öffentlich zu erkennen. Ja, Myo, die Augen schließen, den Mund schließen, das ist ja beides gemeint. Ich finde das ganz konsequent. Es ist nur eben verblüffend auch für mich, man würde ihn auf den ersten Blick nicht so einordnen. Das Ganze, wie diese Eisbergtheorie, man sieht die Spitze, das ist ein politisches Wirken und sieht gar nicht, was sich für Abgründe dahinter verbergen, war für mich eine der verblüffendsten Lektüreerfahrungen jetzt. Ja, und zu der Frage, wie kennt man ihn heute noch? Ich glaube auch, dass viele junge Leute heute von ihm nicht sehr viel wissen, aber ganz viele Aphorismen von ihm sind in Kalendersprüchen und ach ja, das stammt von ihm. Und also da ist er tatsächlich doch noch präsent letzten Endes. Aber lassen Sie uns noch mal reden über das Thema sein Erbe heute. Das, wir wollen ja nicht nur würdigen, was er gemacht hat, sondern eben auch noch die Frage, wo kann er uns heute noch Vorbild sein? Wo wirkt er weiter in seinen Gedanken? Was müssten wir von ihm weiter umsetzen? Das sollten wir noch mal ein bisschen vertiefen. Herr Botschafter. Ja, vielen Dank. Und vielleicht wieder ein konkretes Beispiel. Wir wurden 2016 in den Sicherheitsrat gewählt, der UNO aus Schweden, und ungefähr gleichzeitig hat Antonio Guterres die Wahl als neuer Generalsekretär bestritten und wurde gewählt. Durch Zufall waren wir dann Vorsitzender im Sicherheitsrat schon am 1. Januar 2017. Also am ersten Tag für Antonio Guterres. Und wir haben uns dann überlegt, wir haben ja die ganzen Probleme gesehen, was nicht funktioniert und was man machen könnte. Wir sind dann wirklich zurück zu Dag Hammarskjöld, was würde Dag machen? Und es gab einige solche Sachen. Heutzutage darf man 3 Monate sozusagen praktizieren, wenn man gewählter Mitglied des Sicherheitsrats ist. Da haben wir festgestellt, und der Sicherheitsrat soll ja im Namen von allen Mitgliedstaaten agieren. Aber da saßen 15 Botschafter, die hatten alle Papiere von der Hauptstadt, die haben diese Statements gelesen. Die haben die Parteien in Konflikten aufgerufen, dies und jenes zu tun. Aber die Parteien waren gar nicht da. Die sind ja nicht erlaubt in den geheimen Konsultationen im Sicherheitsrat. Es gab überhaupt keinen Dialog. Man hat auch nicht mit den Konfliktparteien gesprochen, sondern nur über die Konfliktparteien. Und da haben wir uns vorgenommen, okay, wir versuchen es mal. Vielleicht können wir was ändern. Und dann haben wir alle zu einem Frühstück eingeladen, das ist Praxis in der UNO, um das Kalendarium für den Monat Januar festzulegen. Und dabei haben wir dann, das war ja quasi am Neujahrstag, ein schwedisches Buffet mit Hering und Lachs und ich glaube, es gab sogar ein bisschen Schnaps. Und dann haben wir gesagt, hört Leute, das sind unsere Aufgaben. Wir müssen agieren, wir müssen eine Rolle spielen in diesen Konflikten. Wir würden dann vorschlagen, dass wir wirklich von der Situation ausgehen und gemeinsam diskutieren, was können wir als Sicherheitsrat tun, um diese Situation zu lösen, anstatt diese Statements aus der Hauptstadt vorzulesen. Und wir haben es auch versucht, mit Vornamen nennen, damit es ein bisschen mehr familiär wird im Sicherheitsrat. Und wir haben auch betont, es muss doch immer ein Ergebnis geben, wenn der Sicherheitsrat zusammenkommt, um einen Konflikt zu diskutieren, und da kommt nichts. Was sollen dann die Medien und die Mitgliedstaaten denken? Wir haben da nichts gemacht. Und dann haben wir gesagt, mindestens ein Statement für die Presse. Das ist Mindestforderung. Sonst gibt es ja diese, ich kenne die deutschen Wörter nicht, Presidential Statement und Resolution. Und es ging eigentlich ganz gut. Vielleicht waren die alle so überrascht, dass sie Schnaps bekommen haben, so früh am Morgen. Aber auf jeden Fall kam da eine neue Stimmung in den Sicherheitsrat.
Und es ist klar, ein Monat kann nicht viel bewirken, aber dann nach uns kamen die Ukrainer, die haben das weitergeführt. Das große Problem war ja gleichzeitig in Washington, wo der Donald Trump am 20. Januar übernommen hat. Und der JFK hat ja mal gesagt, der hat ja Dag Hammarskjöld wirklich geschätzt. Und wenn ein Problem auftauchte, sagte er, leave it to Dag, he will fix it. Und niemand kann sich ja vorstellen, dass Trump sowas sagen würde zu Guterres. Also das war, wir hatten Pech mit dem Timing, aber ich stimme mit Ihnen ganz überein, die UNO von heute ist nicht die UNO aus Dag Hammarskjölds Zeit. Ich glaube auch, man kann dahin zurückkommen. Ich glaube auch, Antonio Guterres ist ein sehr guter Generalsekretär, aber die Mitgliedstaaten müssen da mitmachen. Also die UNO kann nie mehr machen als das, was die Mitgliedstaaten wollen oder erlauben. Und deswegen ist es so wichtig, dass Länder wie Deutschland und Schweden und andere auch immer wieder versuchen, die UNO wieder zu stärken. Und auch, würde ich sagen, wegen Dag Hammarskjölds Erbe. Das bringt mich jetzt auch noch mal zur Frage der Rolle Europas. Das eine sind die einzelnen Länder, die Nationen, die Mitgliedstaaten. Aber wir haben es natürlich auch mit Großmächten zu tun. Und Frau Deidelhoff, sehen Sie hier eine besondere Rolle für Europa? Ich meine, wir sind ja, wir reden zwar immer von Europa, aber es gibt keinen gemeinsamen europäischen Willen, so wie ich den wahrnehme. Also ich glaube, viele wären schon begeistert, wenn Europa als Großmacht angesprochen wird. Schon das ist ja schwierig. Aber natürlich, also ich würde es mal so sagen, jeder einzelne Staat in Europa, jedes einzelne Mitgliedsland der Europäischen Union weiß durchaus, dass es im europäischen Kontext ein sehr viel größeres Gewicht hat, als wenn es alleine spricht. Diese Erkenntnis hat sich Bahn gebrochen. Was sich noch nicht effektiv Bahn gebrochen hat, ist, dass das aber auch bedeuten muss, wenn man das nachhaltig haben will, dass man an bestimmten Stellen opfern muss. Opfern muss nämlich sozusagen tatsächlich nationale Interessen vertreten zu können. Das heißt, man muss auch mal was hergeben. Da sind wir einfach immer noch nicht. Noch immer herrscht bei Mitgliedsländern und je nach Politikfeld die Idee vor, aber in diesem Feld nehme ich mich doch lieber aus, denn hier habe ich einfach zu spezielle Interessen oder ich kann mehr erreichen, wenn ich es nicht im Kontext der EU mache. Solange wir das nicht los sind, solange wir da keinen Mechanismus gefunden haben, das auszuhebeln, wird es tatsächlich nicht diese Großmacht Europa geben, über die wir gerne sprechen, aber die eben nicht da ist. Das ist vielleicht das eine, was dazu zu sagen ist. Im Chat eingeblendet ist, dass wer uns hier zuhört, zu Hause im Internet, Sie können mit chatamdom@bistumlimburg.de Ihre Fragen stellen. Auch hier im Saal können Sie nachher gleich sich beteiligen an unserer Diskussion. Frau Professor Deidelhoff, Sie haben jetzt ein Stichwort genannt, was man, wenn man die Wegmarken liest, immer wieder hört oder liest, das Thema Opferbereitschaft. Das ist ja eigentlich völlig unmodern. Es ist auf der anderen Seite ein sehr theologischer Begriff auch, opfern, dienen, das sind alles Vokabeln, die er immer wieder gebraucht. Kann das ein Vorbild für einen heutigen Politiker sein? Jetzt müsste ich eigentlich den Herrn Reimde fragen dazu. Aber ich schaue trotzdem den Herrn Professor Schulz nochmal an, ob diese theologischen Begriffe des Dienens und so weiter, wie weit die eine Chance haben, überhaupt in die Politik integriert zu werden. Ja, das würde ich schon sagen. Also auf der biografischen Ebene, klar, sieht man es an ihm, er reflektiert das in seinem Tagebuch, dass die Opferbereitschaft da sein muss, dass er die Opferbereitschaft Jesu, dass er die Bereitschaft zu einem stellvertretenden Opfer für außerordentlich maßgeblich ansieht und dass er versucht, die für sich auch zu realisieren. Beide Gedanken, Opferbereitschaft und ein Opfer bringen als Stellvertreter für andere, die es nicht bringen können, oder in Stellvertretung für andere, damit die in den Genuss dessen kommen, wenn ich ein Opfer bringe, würde ich sagen, ist in beiden Hinsichten für ihn maßgeblich gewesen auf einer politischen Ebene. Und ich würde es auch für heute für politisches Handeln maßgeblich halten, schon von dem Gesichtspunkt aus, wenn ich imstande bin, als Politiker glaubhaft zu machen, dass ich
oder die Partei oder das Land, das ich repräsentiere, ein bestimmtes Opfer bringe, dann hat das ja eine, wenn das glaubwürdig ist, dann hat das ja eine unglaubliche Symbolkraft. Das muss natürlich tatsächlich glaubhaft sein. Wir kennen ja jede Menge Fälle, wo es nicht glaubhaft gewesen ist. Aber wenn so etwas gelingt, glaube ich, hat das eine unglaubliche Durchschlagskraft. Und am Leben von Dacamaskel kann man das, glaube ich, sehen, dass er solche dazu imstande war, das zu tun. Aber ich denke gerade zum Beispiel an so eine Symbolhandlung wie Willy Brandts Kniefall. Das sind ja Dinge, die nicht im Protokoll stehen, die aber ausdrücken, sich zu demütigen in einer Situation, wo man sagen kann, ja, das durchbricht das Protokoll, hat aber eine Kraft, die durch wenig anderes hätte erreicht werden können. Das kann man auch nicht wiederholen, das kann man nicht zur Geste machen oder so, aber in der Situation das zu schaffen, so eine Opferbereitschaft nach außen hin sichtbar auszudrücken, glaube ich, hat eine große Kraft. Hat denn in der Realpolitik diese Art von persönliche Mystik, Authentizität tatsächlich noch eine Chance? Also ich glaube schon, das können wir erleben. Sie haben eben Beispiele genannt, dass politische Figuren, Persönlichkeiten eine Glaubwürdigkeit transportieren können und die sich dann in symbolischen Gesten natürlich sozusagen nochmal kristallisiert und Wandel bewirken kann. Willy Brandts Kniefall ist ein solches Beispiel, es gibt noch andere, also wenn man mal über Versöhnung nachdenkt, Versöhnungsprozesse, dann konnte man das sehr deutlich sehen. Das hat ganz viel dann mit der Integrität auch von politischen Persönlichkeiten zu tun. Also von daher, Realpolitik ist ja nichts, was alles andere vom Tisch fegt, sondern es ist etwas, womit man umgehen muss, was durchbrochen werden muss. Auch die Vereinten Nationen sind ja nicht die Abkehr von der Realpolitik. Das hat übrigens auch Dag Hammarskjöld nie gedacht. Sondern er hat Ideale verfochten, aber er hat auch immer gesagt, Ideale zu verfechten heißt, in der realen Welt das Mögliche zu realisieren. Das war ihm auch ganz wichtig. Also von daher muss man eben sehen, dass es darum geht, Realpolitik zu durchbrechen und dadurch Raum zu schaffen für Veränderungen im positiven Sinne. Und das ist etwas, was Dag Hammarskjöld auch sich immer als Aufgabe gesetzt und auch für die UN als Aufgabe gesehen hat. Vielleicht noch eine Ergänzung. Mir fiel die Situation ein, wo er offen gegen Khrushchev gesprochen hat. Das wäre ja auch ein gutes Beispiel. Also da hätte er ja auch die Sache einfacher haben können. Er hätte ja nicht integer sein müssen und nun offen mit seiner Person eintreten müssen. Sicherlich, es ging um sein Schicksal gewissermaßen jetzt als Generalsekretär. Aber er hat dann ja die Vertrauensfrage gestellt. Er hat gesagt, ich sage an dieser Stelle, das ist falsch. Ich sehe die Sache anders, ich stelle jetzt die Vertrauensfrage. Diese Art von Integrität ist eine persönliche Opferbereitschaft. Ich glaube, in der Politik muss man immer die Balance finden zwischen einer pragmatischen Entscheidung und man muss die Schwelle, darf man nicht missverstehen, man darf sie nicht überschreiten, wo die pragmatische Entscheidung dann eigentlich unwahrhaftig oder falsch wird, wo man sagen müsste, jetzt trete ich für meine Überzeugung ein. Es gibt aber sehr viele Kontexte, vermute ich, im politischen Alltagsgeschäft, wo das Pragmatische einfach das Richtige ist, wo es bis dahin gehen kann, dass es so etwas wie eine parteiliche Geschlossenheit gibt und ich jetzt nicht ausbreche. Aber es gibt dann den Moment, wo man mit Aristoteles sagen würde, ich brauche diese Urteilskraft, um zu sagen, jetzt ist der Moment gekommen, wo ich integer sein muss und mit der Bereitschaft zum persönlichen Opfer für meine Anschauung eben einstehen muss. Sie haben viel diplomatische Erfahrung. In der Diplomatie, kann man da immer persönlich integer bleiben? Das ist eine Frage. Man soll es auf jeden Fall versuchen, glaube ich. Man ist, wenn man sich selbst immer vertritt, am glaubwürdigsten. Es ist sehr schwierig, eine Rolle zu spielen als Diplomat. Viele denken ja, dass wir irgendwie, wir können nicht böse werden, wir können nicht schlecht über andere Menschen reden. Aber ich glaube, man muss sich selbst treu sein. Und das, glaube ich, war auch Dag Hammarskjölds große Stärke. Ich meine, der war sehr geprägt von seiner Jugend in Uppsala. Wir haben über seinen Vater gesprochen, der war ja auch sehr autoritär. Nicht sehr lieb zu Dag, und Dag hatte eigentlich keinen Aufruhr gegen die Eltern, aber er hat dann die andere Variante gewählt, nämlich er möchte zuhören. Und das hat er natürlich auch eben in seiner Rolle als Generalsekretär, das war ein großer Vorteil.
Er wollte das Gespräch, das ehrliche Gespräch. Er hat nicht versucht, irgendwie eine andere Rolle zu spielen, sondern er blieb sich selbst treu. Und ich glaube auch, der Nathan Söderblom hat da großen Einfluss gehabt. Der war ja ein enger Freund der Familie und der wurde sozusagen ein Mentor von Dag als junger Mann. Und wenn man so liest, was der Dag in seinem kurzen Leben, bevor er Generalsekretär wurde, alles erreicht hat, ist erstaunlich. Man nannte ihn the Wonder Boy in den verschiedenen Ministerien, wo er gearbeitet hat. Und er ist ja schnell gestiegen. Und ich glaube, alles geprägt von seiner Jugendzeit in Uppsala. Man muss immer das Richtige tun, das war das bisschen Lutherische, muss meine Aufgaben erfüllen. Er hat es manchmal, glaube ich, übertrieben, aber er hat es verdammt gut gemacht. Und er hat einen großen Preis dafür gezahlt, nämlich seine Einsamkeit auch. Also das, wenn man seine Wegmarken liest, dann kommt das ja auch immer wieder zum Tragen, dass er sich letzten Endes eben doch sehr einsam gefühlt hat. Also die sehr viel Unterstützung hat er, glaube ich, nicht gehabt zu Lebzeiten. Er hatte ja natürlich gute Freunde und er war ja auch Mitglied in der Schwedischen Akademie und hatte da ein paar sehr enge Freunde. Aber es ist klar, wenn man 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche nur arbeiten muss, dann ist es schwierig. Er hat ja immer versucht, sich in der Natur zu erholen. Er hatte ja ein Haus da am Hudson River. Er war sehr gern in den schwedischen Bergen klettern. Er war auch ein großartiger Fotografe. Er hatte, ich glaube, anfangs an der schwedischen Westküste die Sommer verbracht, aber dann hatte er dieses Backorka in Schoden gekauft. Aber hatte nie eine Familie und so richtig, richtig enge Freunde, glaube ich, vielleicht auch nicht. Ich fand auch den Titel dieses Buches eben, dieser Autobiografie, sehr beziehungsreich. Mir ist das erst gar nicht aufgefallen. Also Wegmarken oder Zeichen am Weg, dass das eigentlich ein Ausdruck aus der Bergsteigersprache ist. Das heißt, das ist eine Marke, die ein Bergsteiger setzt, um den eigenen Weg zu bestimmen. Aber eben nur den eigenen. Der ist für einen anderen, der ihm nachfolgen würde, der würde gar nicht erkennen, dass da eine Marke gesetzt ist. Ein Kratzer im Felsen, irgendein abgeknickter Zweig oder wie auch immer. Sodass der beim Abstieg oder beim erneuten Aufstieg da eine Wegmarke hat. Daraus lese ich, dass er eigentlich geglaubt hat, er muss die Dinge mit sich selbst abmachen. Also es gibt da wenig Hilfe von außen. Der Glaube kann ihn orientieren, aber ansonsten ist das eine Sache, er muss die Entscheidungen für sich selber finden. Und er kann auch nicht voraussetzen, dass diese Entscheidungen maßgeblich werden könnten für andere Menschen. Das ist eine Sache, die er mit sich selbst abmacht. Da versucht er, Wegmarken zu finden und zu setzen, aber sie sind für ihn persönlich. Und so empfinde ich auch die Reflexionen, die er anstellt. Es ist erstmal der Versuch, sich selber klar zu werden in vielen Dingen. Ein absolut hoher Grad an Selbstreflexion, den man also bei ihm feststellt. Jetzt möchte ich aber auch Ihnen die Möglichkeit geben, wenn Sie Fragen an unsere drei Panelisten haben, können Sie die gerne stellen. Und der Herr Lorenz hat den Chat im Auge. Ich weiß nicht, ob es Fragen gibt. Eine Frage. Wenn es hier im Raum eine Frage gibt, dann bin ich gerne bereit, das Mikrofon zu bringen. Vielen Dank, lieber Herr Dr. Lorenz. Ich habe eine Frage. Ich glaube, sie ist vor allem an Frau Professor Deitelhoff gerichtet, aber die anderen können natürlich auch darauf eingehen. Es hat zwei Aspekte. Mir geht es um die Stärke der Vereinten Nationen und die Möglichkeit, Politik wirklich zu gestalten und Frieden auch wirklich zu stiften. Da gibt es ein großes Hindernis schon seit Jahren, Jahrzehnten. Das ist, Sie haben es angesprochen, das Vetorecht. Also gibt es nicht irgendeine Möglichkeit, innerhalb der Verfassung der Vereinten Nationen dieses Vetorecht
ich will mal sagen, einzuschränken, abzuschaffen, mit einer Begründungspflicht zu versehen oder qualifizierte Mehrheiten anstelle dieses Vetorechts zu implementieren. Da müsste man doch mal rauskommen, dass das so ein Hindernis ist über Jahrzehnte, um wirklich dann mal effektiv handeln zu können, ist ein großes Problem. Und der zweite Punkt, Sie haben vorhin daran erinnert, Herr Botschafter, Ihre Exzellenz, an die Implementierung der Blauhelme durch Dorkheimer Schöld, und das war ja wirklich eine wichtige Leistung, ein Fortschritt nach vorne hin, aber in den letzten Jahren hat man die kaum noch irgendwo effektiv handeln sehen. Hätte man die nicht in Afghanistan zum Beispiel mehr zum Einsatz bringen müssen oder überhaupt zum Einsatz bringen müssen anstelle der hochgerüsteten, robusten US-amerikanischen Armee? Es wäre doch gut, wenn man dieses Instrument ausbauen würde, nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ, und damit auch handlungsfähiger werden könnte als UN. Ja, ich komme mal auf das, erstmal die erste Frage zu sprechen. Also um die Charta zu verändern, brauchen wir schlicht und einfach auch die Vetomächte. Aber es gibt natürlich, oder es gab immer wieder Versuche, auch an diesem Veto vorbeizukommen. Die bekannteste ist sicherlich die Uniting for Peace Resolution der Generalversammlung. Also sozusagen, als die Generalversammlung sich ermächtigt hat, im Namen der internationalen Gemeinschaft handeln zu können und dann selbst einen Einsatz autorisiert hat. Das ist jederzeit wieder möglich. Wir haben es aber heute, und ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig, auch mit Blick auf alle Reformbestrebungen im neuen Sicherheitsrat in Erinnerung zu rufen, wir haben es mit einer Situation zu tun, in der wir nicht die ständigen Sicherheitsratsmitglieder gegen den Rest der Vereinten Nationen haben, sondern wir haben eben verschiedene Interessenkonstellationen innerhalb der Mitgliedschaft, die unterschiedliche Reformen auch favorisieren. Und dabei, also wenn wir da mal hinkommen würden, dass wir einen geeinten Vorschlag zur Reform des UN-Sicherheitsrats hätten und was seine zukünftige Zusammensetzung angeht, denn beides wird ja eigentlich immer sozusagen gemeinsam verhandelt, lässt sich auch schlecht trennen, dann wären wir schon einen guten Schritt weiter. Aber momentan haben wir es eben damit zu tun, dass sich die einzelnen Reformvorschläge auch gegenseitig im Wege stehen. Zur zweiten Frage der UN Peacekeeping Forces, also ich meine, wir haben immer noch sehr viele UN Peacekeeper global betrachtet. Sie sind vielleicht nicht mehr in den Konflikten so präsent, die uns am präsentesten sind, die also sozusagen am drängendsten gerade sind. Natürlich würde man sich wünschen, dass wir es mehr mit UN Peacekeeping zu tun haben als mit Coalitions of the Willing, was ja ein Phänomen der ersten Dekade der 2000er Jahre war und auch ein Grund für die Probleme, die die Vereinten Nationen heute vielleicht haben, um noch als der Ort für die Verhandlung von Weltpolitik wahrgenommen zu werden. Denn die Vereinten Nationen werden teils auch dafür verantwortlich gemacht, was in diesen ersten 10 Jahren der 2000er passiert ist. Also die Weltordnungspolitik, die sehr militante Weltordnungspolitik im Kontext des Global War on Terrors, den die USA eingeleitet haben, die Skandale, die wir gesehen haben um Abu Ghraib, um massive Menschenrechtsverletzungen, die dann auch aufgetaucht sind, die haben auch die Glaubwürdigkeit der UN belastet, weil natürlich die Vereinten Nationen auch ein Raum waren, in dem so über diese Politik verhandelt worden ist. Also von daher, ja, natürlich wollen wir mehr UN-Peacekeeping haben, wir wollen keine Coalitions of the Willing haben, aber dazu gehört eben auch der Versuch, sozusagen diese, wir haben über Integrität gesprochen, nicht, diese Glaubwürdigkeitsproblematik, die da ist, wieder in den Griff zu bekommen. Also die United Nations dürfen nicht für den Westen stehen, sondern die Vereinten Nationen müssen für die Welt stehen, für die internationale Gemeinschaft, nicht für die westliche Gemeinschaft. Das heißt, auch wer für Menschenrechte, wer für Freiheit in der Welt kämpfen will, der muss auch bereit sein, die selber umzusetzen in seinem Handeln. Und das haben viele Staaten am Anfang der 2000er Jahre nicht sehen können. Ja, vielleicht auch ein Kommentar zum Veto. Das ist ja wirklich ein Teil von den großen Reformdiskussionen. Man müsste ja den Sicherheitsrat irgendwie modernisieren und repräsentativer machen und so weiter. Und als junger Diplomat 1995 wurde es mir zugeteilt, in diese Working Group teilzunehmen.
Und da weiß ich, bin ich nach Hause gekommen, oh, ich darf Geschichte schreiben, wir wollen den Sicherheitsrat reformieren. In den 4 Jahren ist dann wirklich nichts passiert. Dann kam ich 2014 zurück, habe gedacht, ich gehe doch mal in die Working Group und guck, wo sie stehen. Und sie stehen immer noch genau dort. Also da passiert überhaupt nichts. Man hat sich nicht mal einigen können, dass man Texte verhandelt, sondern es geht um Prozess. Und das ist ja interessant, weil es sind ja nicht die, eigentlich die P5 müssen eigentlich nicht einschreiten, weil da gibt es Länder wie Italien, für die wäre es schlimm, wenn Deutschland ständiger Mitglied wird. Da ist Pakistan, die wollen unbedingt verhindern, dass Indien oder Japan permanente Mitglied wird und so weiter und so fort. Also unheilige Allianzen, die alles blockieren. Und ich glaube, in meiner Lebzeit werde ich keinen reformierten Sicherheitsrat sehen. Wir haben übrigens, und da gibt es ja auch Schwierigkeiten, weil die Afrikaner zum Beispiel, die meisten sagen, naja, das sollten 2 afrikanische Staaten auf permanenter oder semi-permanenter Basis. Aber dann kommt die Frage, wollen wir dann mehr Vetos? Also da haben wir unsere Position geändert seit den 90er Jahren. Da haben wir gesagt, ja, vollständige permanente Mitglieder. Aber wir haben dann das erlebt, das geht nicht, das wäre Katastrophe. Und zu den Blauhelmen, ich stimme mit Ihnen ganz überein, das sollten wir viel mehr sehen. Aber sobald eins von den 5 permanenten Mitgliedern eigene Interessen hat, dann wird es blockiert. Deswegen sind heutzutage die Blauhelme eigentlich nur in Konflikten, die nicht hoch auf der Tagesordnung sind und wo es keine strategischen Interessen gibt. Und das ist wirklich schade, weil das ist der stärkste Muskel von der UNO. Aber ich sehe da leider keinen Weg. Da müssen wirklich die 5 permanenten Mitglieder einsehen. Das wäre eigentlich in ihrer Interesse auch, eine starke Weltorganisation zu haben. Ich finde es sehr wohltuend, so einen Einblick zu bekommen, nicht nur in den Mystiker, sondern auch in den Politiker, oder auch diese Trennung jetzt nicht die eigene Mystik in die Politik einfassen zu lassen, also vor allem nochmal das lutherische Erbe. Meine Frage ist aber genau auch in die Richtung. Wir erleben ja heute sehr viel politische Konflikte, wo auch im Grunde Religion missbräuchlich im Hintergrund ist. Und wie gelingt es eigentlich, so eine Kultur der religionssensible Politik dazu machen, weil die jetzt nur auszuklammern geht nicht, aber die als Machtmittel einzusetzen auch nicht. Also das ist wirklich eine Frage, ich habe da keine Antwort, aber mein Eindruck ist, wenn wir nur steril rangehen, also wenn Religion kein Teil des Konfliktes wird, geht nicht, aber sobald sie sich reinlässt, wird es ganz schnell ein Machtkampf. Also wie geht sowas? Ich möchte die Frage noch verstärken sogar, weil tatsächlich, es gab ja im letzten Jahrhundert so die Meinung, Religion spielt keine große Rolle mehr. Und dann kamen die Twin Towers und plötzlich hatte Religion einen riesen Einfluss auf die Politik. Und wir sehen ganz viele Konflikte in der Welt, die zumindest teilgesteuert sind durch religiöse Konflikte. Oft sind es ja auch ethnische Konflikte, die verbrämt werden durch Religion. Aber diese Frage, welche Rolle spielt tatsächlich Religion für das Friedensmanagement noch, möchte ich die Frage weiter noch vertiefen. Das ist eigentlich eine Frage, mit der man jetzt den ganzen Tag verbringen könnte. Aber ich versuche einfach ein paar Highlights vielleicht oder ein paar Dinge herauszugreifen. Also das eine ist, warum spielt Religion so eine große Rolle in vielen Konflikten, die wir beobachten? Es ist, liegt unter anderem daran, dass Religion Mobilisierungsfaktor ist. Also mit Religion, mit religiöser Zugehörigkeit kann ich mobilisieren und wenn ich erfolgreich mobilisiere, dann steigen meine Chancen, einen Konflikt zu bestehen. Das haben wir in den 90er Jahren sehr gut beispielsweise in den Balkankonflikten sehen können. Da wurde religiöse Zugehörigkeit genutzt, die vorher latent vorhanden war natürlich, aber die politisch eigentlich nicht wirksam war. Aber sie wurde sozusagen genutzt, um eben zu mobilisieren.
Und übrigens, wenn man sich heute islamistische oder sagen wir es mal so, Konfliktgruppen islamistischer Prägung anschaut, dann sehen wir ja ganz häufig, wenn wir die tatsächlich theologisch betrachten, ist es erschreckend, was da an Ignoranz da ist. Also sozusagen die Fundierung, die religiöse Fundierung islamistischer Gruppierung ist ganz häufig sehr, sehr schwach ausgeprägt. Also auch hier haben wir es eigentlich mit einer politischen Instrumentalisierung von Religion zu tun, die aber wenig eigentlich mit religiösem Kanon und Ähnlichem verbunden ist. Das ist, ja? Also genau darum geht es mir. Also wenn ich der Teufel wäre, wüsste ich, wie ich es machen muss. Total, aber hat nicht Religion auch irgendwo eine positive, ja. Also und wo gibt es da Ansätze? Also ja. Wie immer es negativ, das weiß ich genug und das tut mir so leid, dass das so missbraucht ist, aber ja. Gibt es auch eine positive Kraft? Das gibt es ganz häufig. Wir sehen ganz viele zivilgesellschaftliche Initiativen religiöser Natur, die sozusagen auch von den Kirchen ausgehen, die vielfältig in Konflikten positiv gewirkt haben, die für Versöhnung eingetreten sind, die nach Konflikten versucht haben, Opfer-Täter-Ausgleich jetzt nicht im juristischen Sinne, sondern im gesellschaftspolitischen Sinne zu betreiben. Da haben wir ganz viel gesehen. Wir haben im Hessischen Friedenspreis schon solche Initiativen auch ausgezeichnet, die interkonfessionell gearbeitet haben, um dort, wo man zwischen Religionsgemeinschaften Konflikte gesehen hat, beispielsweise im südlichen Afrika, neue Friedensprozesse anzustoßen. Das gibt es. Also ich würde immer sagen, Religion ist per se eine ambivalente Kraft. Sie kann zum Guten und sie kann auch im Negativen wirken. Wir sehen natürlich auch heute gerade global, dass sich religiöse Gruppierungen international positionieren und dort versuchen, ihre Interessen durchzusetzen, beispielsweise die Evangelikalen. Die sind sehr stark mittlerweile international, betreiben Lobbying, sind bei den großen multilateralen Verhandlungsprozessen dabei und versuchen dort ihre Positionen durchzusetzen. Das ist auch ein Faktor, den wir sehen. Zugleich sehen wir aber auch ganz viele, wenn Sie mal an die Ursprünge etwa der Umweltbewegung denken, dann waren ganz viele davon auch religiöser Natur. Denken Sie an die Quaker und ähnliche. Die waren religiös begründet und die haben sich dafür eingesetzt, sozusagen eine moderne Umweltpolitik zu betreiben, Frieden zwischen Mensch und Natur in Gott zu finden. Also auch das sozusagen sehen wir ja sehr stark. Deswegen würde ich eben sagen, also Religion per se ist eigentlich ein ambivalenter Faktor. Vielleicht kann ich da noch ergänzen. Also dem würde ich mich unbedingt anschließen, dieser Diagnose. Faktisch ist das so. Religion wirkt in beiden Richtungen. Und es ist sicher in diesem Sinne ganz falsch, die alte These zu vertreten, Religion ist Privatsache, die ja vielerorts dann auch programmatisch vertreten wurde. In einem gewissen Sinne und sehr oft in einem traurigen Sinne ist Religion nun gerade keine Privatsache. Aber in einem anderen Sinne, denn der Satz ist vieldeutig, ist da etwas dran an dem Satz, Religion ist Privatsache. Nämlich, ich finde, was bedenkenswert ist, er unterstellt, wir müssen eine Sprache finden, auch und vor allem im politischen Diskurs, den der religiöse Mensch spricht im Bewusstsein, dass es nicht der religiöse Diskurs ist. Und ich glaube, das ist wichtig, dass das letzte Wort, also spätestens also das letzte Wort zwischen Menschen, die sich auf der politischen Ebene verständigen, nicht die Ebene dessen ist von eines Menschen oder einer Partei, die sagt, ich rede im Namen Gottes oder im Rede meiner religiösen Anschauung. Das ist immer schwierig. Man redet im Namen von, da sehe ich schon ein großes Problem. Aber erst recht, wenn es jetzt im religiösen Sinne geschieht, und zwar mit der Konsequenz, dass ich unfähig werde, wahrzunehmen, dass ich etwas anderes, dass ich etwas Gemeinsames habe mit dem anderen, mit dem ich spreche. Das heißt, es muss eine Ebene des Gesprächs geben können. Und das muss eigentlich die letzte und entscheidende sein, in der ich meine religiösen Überzeugungen zurückstelle, um im Dienste der Einsicht, dass es zuletzt Menschen sind, die miteinander sprechen und die als Menschen sehr viel gemeinsam haben und letztlich mehr hoffentlich gemeinsam haben als die allernotwendigsten Lebensbedürfnisse, die sich mit anderen Worten verständigen können und zwar unabhängig von der religiösen Anschauung oder von der areligiösen Anschauung, die man hat. Also ich wäre vielleicht noch dies als Ergänzung. Wir haben ja gerade Diskussionen, welche wichtige Rolle spielt in der menschlichen Zusammenleben die Tatsache, dass wir unterschiedliche Geschlechter haben. Gibt es überhaupt unterschiedliche Geschlechter? Binarität, Multigeschlechtlichkeit und so weiter. Das ist eine Art, wie zurzeit diskutiert wird, wie Menschen miteinander umgehen. Und zwar unter dem Stichwort Identitätspolitik. Und mir scheint,
neben vielen Dingen, die daran bedenkenswert sind, es macht einen Unterschied, ob ein Mann mit einer Frau spricht oder ein Mann mit einem Mann, das ist vollkommen klar und man kann unglaublich falsch liegen auf der Ebene, aber am allerfalschesten liegt man, wenn man eines vergisst, dass wenn zwei gegenüberstehen, sich gegenüberstehen, in all diesen unterschiedlichen Selbstdefinitionen und Rollen und was immer da möglich ist, dass sich zwei Menschen gegenüberstehen. Das heißt, die Menschkategorie scheint mir fundamentaler zu sein als irgendeine andere Kategorie der Verständigung. Und wenn man die vergisst, und zwar auch auf der politischen Ebene vergisst, läuft was grundsätzlich schief. Und wenn auch vor dem Hintergrund religiöser Überzeugung diesen Vergessen Vorschub geleistet wird, dann ist es, scheint mir, besonders fatal. Da sind wir ja eigentlich auch wieder bei der Kommerschuld, der sein aus seiner religiösen, tief religiösen Überzeugung, wie wir lesen können, im Grunde genommen nie einen argumentativen Punkt gemacht hat, der seinen Glauben nicht in seine Tätigkeit als Generalsekretär irgendwo eingebracht. Er hat als Christ gehandelt, aber er hat nicht gesagt, ich tue das als Christ. Das ist nämlich, glaube ich, der Unterschied oder auch das, was Sie jetzt hier ausgeführt haben. Sind Sie zufrieden mit der Antwort? Gut. Gibt es noch andere Fragen aus dem Publikum? Bitte schön. Ja, wir hatten ja vorhin so die Frage des Verhältnisses von Realpolitik, den Aushandlungsprozessen, die dastehen, und Idealen, die sozusagen im Hintergrund stehen, die persönliche Ideale sein können, die nach vorne getragen werden können oder nicht, oder eben auch gemeinsam getragene Ideale. Für mich ist so die Frage entstanden, wie ist eigentlich die Verhältnisbestimmung zwischen diesen beiden Seiten? Auf der einen Seite haben wir die Aushandlungsprozesse, auf der anderen Seite, und das scheint mir so ein bisschen die Gefahr darin zu sein, Ideale, die jeder sozusagen für sich definiert. Braucht es nicht sozusagen auch für diese Ideale Aushandlungsprozesse, um dann auf der Ebene der Realpolitik die Aushandlungsprozesse nochmal anders fundieren zu können? Also braucht es nicht, und so verstehe ich auch so ein bisschen eine Weiterentwicklung quasi dieses Erbes von Hammarskjöld, weg von der individuellen Ebene hin zu einer Vergemeinschaftung auch dieser Fragestellung. Wer möchte? Also ich versuche es mal, oder sehen, ob ich Sie richtig verstanden habe. Also ich würde ja sagen, da hatte es Dag Hammarskjöld einfach, denn er hat ja nicht individuell sich sozusagen den Rahmen oder die Ideale gesetzt, sondern er hat sie aus der Charta gezogen. Er hat gesagt, die Charta ist die Verkörperung der Ideale einer friedlichen Welt. Und es ist meine Aufgabe, das war ja auch sein Dienen. Er diente eben nicht irgendwelchen Staaten, sondern er diente der Charta und damit der internationalen Gemeinschaft. Meine Aufgabe ist es sozusagen, das so weit möglich zur Umsetzung zu bringen. Und ich glaube, darauf kommt es auch heute noch an. Die Ideale sind immer noch in der Charta niedergelegt. Und ich habe zumindest auch international noch in VN-Diskussionen und Diskursen nicht gehört, dass jemand diese Ideale bestreitet. Also nach wie vor geht es eigentlich darum, dass wir Diplomaten brauchen, die sich dieser Charta verpflichtet fühlen. Und nicht nur UN-Generalsekretäre, sondern natürlich auch nationalstaatliche Diplomaten, also diejenigen, die tatsächlich in New York in den nationalstaatlichen Vertretungen sind. Auch die müssen das haben. Die sollen auf der einen Seite, Diplomaten haben es auch nicht leicht, die sollen auf der einen Seite natürlich nationale Interessen vertreten. Ich meine, dafür werden sie ja geschickt. Aber auf der anderen Seite sind sie immer auch genötigt, die Charta selber im Blick zu haben als Auftraggeber. Ansonsten könnten sie auch gar nicht erfolgreiche Diplomaten sein. Sie müssen ja irgendwie versuchen, für diesen Raum, in den sie geschickt worden sind, gute Politik zu machen. Also von daher, ja, eine Verpflichtung wieder auf die Charta. Vielleicht könnte man alle Diplomatinnen und Diplomaten, die wir nach New York schicken, einschwören. Als allererstes sie sozusagen auf die Charta schwören lassen. Vielleicht wäre das mal eine Reform. Ja, ich wäre auf jeden Fall sofort dabei. Also die Charta ist fantastisch. Die ist 1945 geschrieben worden, aber wirkt immer noch ganz, ganz modern. Und ich finde auch Trost darin, dass, ist ja genau wie Sie sagen, der Charta war für Dag Hammarskjöld, das ist das Ideale. Aber das kann auch die nationale Position sein, ganz oft. Also für Schweden geht, wir haben keine strategischen Interessen. Wir wollen auch die Charta verteidigen und implementieren und drängen immer drauf. Und ich glaube, so geht es ja, mehr als die Hälfte aller Nationen in der UNO.
Das Problem ist dann die Großmächte, die das nur stückenweise machen. Wenn es passt, dann sagt man, ja, laut Charta müssen wir das jetzt machen. Aber wenn es nicht passt, dann vergisst man das schnell. Ja, vielleicht nur eine Ergänzung. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich Sie ganz verstanden habe. Falsch wäre es sicherlich, sich die Sache so zurechtzulegen, es gibt da einen Aushandlungsprozess auf politischer Ebene, der ist aber unabhängig von meinen persönlichen Idealen, die ich als Politiker jetzt auch noch habe. Möglicherweise sind das religiöse, ethische oder sonstige. Und ich würde sagen, wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie ganz recht, das ist nicht so undialektisch, sondern das eine hat mit dem anderen zu tun und auch ein Aushandlungsprozess auf politischer Ebene hat einen Einfluss auf meine eigene Persönlichkeitsbildung und die Ideale, die ich selber vertrete. Im Umgekehrten gilt das aber natürlich auch so. Und das zeigt etwas, was man, was glaube ich schon der Theologe Paul Tillich so ausgedrückt hat, dass er sagt, dass in all unseren Lebensbezügen ein Verweisungszusammenhang von Anliegen, von Dingen, die uns wichtig sind, einfach sich Geltung verschaffen. Das macht wie so eine Pyramide dargestellt sein oder darstellbar sein. Es gibt etwas, was uns unendlich wichtig ist und das andere ist nur vorläufig wichtig und das Vorläufige verweist auf das Letzte. Und das Interessante ist nun, ist nicht nur im religiösen Bereich und auch nicht im religiösen Bereich im engeren Sinne nun dieses letzte Anliegen nur zum Tragen kommt, sondern auf der politischen Ebene. Sonst würden wir uns nicht wegen politischer Ideale und Vorstellungen die Köpfe einschlagen. Das zeigt, dass uns Politik unendlich wichtig werden kann. Und auch von daher würde ich das unterstützen. Es ist ständig eine Frage von Aushandlungsprozessen im Sinne einer Verweisung von Vorläufigem auf ein Letztes. Vielleicht kann man es so beschreiben. Gibt es noch weitere Fragen aus dem Saal? Bitte schön. Ja, Sie haben gerade ja nochmal betont, dass es wichtig ist, dass wir Diplomaten haben, die sich der UN-Charta verpflichtet fühlen. Mir ist dabei nochmal eingefallen, es gibt natürlich noch andere zivilgesellschaftliche Akteure im Umfeld der Vereinten Nationen, sicherlich auch des Europäischen Rates, der europäischen Institutionen, die so eine Art Lobbyarbeit machen. Das kann positiv sein, das kann manchmal problematisch sein. Aber vielleicht könnte man es nochmal zugespitzt fragen, was hätte Damaskus gesagt zu Fridays for Future? Hätte er sich mit denen auseinandergesetzt, hätte er sich mit denen an einen Tisch gesetzt, hätte er die eingeladen? Nur als ein Beispiel für zivilgesellschaftliche Akteure. Auch eine gute Frage, denn in der Tat, die Vereinten Nationen, über die wir sprechen und die politische Zeit, über die wir sprechen, da waren zivilgesellschaftliche Organisationen noch keine Kraft. Und damit hatte da Kamaskoll auch noch nichts zu tun. Wir wissen, dass er zum Beispiel sehr zurückhaltend war, was Menschenrechte und aktive Menschenrechtspolitik anging. Warum war das? Weil er natürlich verhindern wollte, dass sich an bestimmten Themen sozusagen, wie er das nennen würde, wahrscheinlich im ideologischen Überschuss, Konflikte entzünden, die man noch nicht lösen könnte. Würde er heute mit den Fridays for Future Gespräche führen? Ich glaube schon. Weil er jemand war, der, das hat er ja auch innerhalb seines Stabes, innerhalb seiner Mitarbeiter immer sehr deutlich gemacht, er war jemand, der versuchte, auf Augenhöhe mit anderen zu operieren und erstmal zu hören, zuzuhören, was eigentlich an Positionen, an Wahrnehmungen, an Problemlagen da war. Von daher bin ich eigentlich relativ überzeugt, dass Fridays for Future bei ihm sozusagen auch offene Türen vorgefunden hätten, wie auch viele andere zivilgesellschaftliche Organisationen. Aber die Zeit, in der er operiert, war tatsächlich noch die Zeit, in der Staaten diejenigen waren, die relevant waren. Und die galt es erstmal überhaupt miteinander ins Benehmen zu setzen. Herr Theresen nickt. Ja, das bringt mich zu der Frage, in den letzten 60 Jahren hat sich die Welt mehr als einmal gedreht. Die Zivilgesellschaft, die Gesellschaft insgesamt hat sich verändert. Wo müsste auch ein Dag Hammarskjöld sich heute weiterentwickeln, beziehungsweise auf welche Veränderungen müsste es andere, neue Antworten geben? Das ist eine schwierige Frage, ich weiß, aber trotzdem würde ich sie gerne stellen, weil also wir sagen heute, wir würdigen sein humanistisches Erbe. Und dazu gehört auch, denke ich, darüber nachzudenken, wo dieses Erbe uns nicht hilft,
wo wir andere Wege brauchen, ohne ihn dadurch gering zu machen oder nicht wertzuschätzen. Aber tatsächlich nochmal zu überlegen, wie sieht das heute aus, wenn wir Frieden, eine Welt wollen, die, wie er sie auch haben wollte, und wo helfen seine Methoden, seine Mittel nicht mehr? Versuchen Sie mal eine Antwort. Wir wissen alle, dass es schwierig ist, aber ich würde sie trotzdem sehr gerne noch stellen. Ich fange mal also an einer Stelle vielleicht an. Das ist einfach eine Herausforderung, die er nicht hatte. Über die haben wir sie eigentlich schon gestreift. Er müsste heute, oder wir müssen heute Frieden schaffen mit ganz vielen Partnern, die in den 50er Jahren einfach noch nicht relevant waren. Da haben wir nicht nur die zivilgesellschaftlichen Organisationen, wir haben auch nichtstaatliche Gewaltakteure, die heute einfach eine ganz andere Rolle spielen in der Kriegsrealität, mit der wir es zu tun haben. Wir haben wirtschaftliche Akteure, also natürlich sind auch nichtstaatliche Akteure, aber wieder ganz anders motiviert, mit ganz anderen Möglichkeiten. Und all die müssen heute eigentlich sozusagen ja betrachtet werden, zusammengebracht, auseinanderdividiert werden, wenn wir Friedensprozesse steuern wollen. Und das sehen wir auch in ganz vielen der Konfliktlagen. Wir haben es heute nicht mehr so, was heißt so einfach, hatten wir es nie. Aber heute haben wir es ganz häufig mit Konfliktlagen zu tun, in denen wir, wenn wir Glück haben, noch einen handlungsfähigen Staat als Konfliktpartei haben und auf der anderen Seite nichtstaatliche Gewaltakteure. Viel häufiger ist es aber so, dass wir gar keinen potenten Staat mehr haben. Also da steht zwar noch ein Staat drauf, aber der hat nicht mehr die volle Durchgriffskraft. Wir haben es mit transnationalisierten Konfliktlagen zu tun, also wo es auch nicht nur um den einen Staat geht, sondern wo es auch ausgreift. Wir haben es eben mit starken wirtschaftlichen Verflechtungen zu tun, wo wir wirtschaftlich hören. Also ich glaube, das ist etwas, wo man sicherlich sagen kann, damit war Dag noch nicht befasst in dem Maße. Er war noch im klassischen zwischenstaatlichen Konfliktgeschehen beheimatet. Damit müsste man heute anders umgehen. Heute reden wir über Multi-Stakeholder-Initiativen ja auch beispielsweise. Also das ist was, was ihn jetzt sicherlich noch nicht umgetrieben hat, was aber heute, wenn wir Welt gestalten wollen, wenn wir über sowas wie Weltsozialpolitik oder Ähnliches reden, ganz bedeutsam geworden ist. Und darüber hinaus wäre mir nochmal ganz wichtig zu sagen, ich wäre dankbar, wenn wir zu Dag Hammarskjöld zurückkommen würden und nicht nach vorne gucken, also natürlich nach vorne gucken würden, aber da bin ich nach wie vor der Meinung, dass eigentlich Dag Hammarskjöld das Ideal ist, auf das wir zurücksteuern sollten, wenn es darum geht, wie wir die UN verstehen sollten und wie wir sie auch sozusagen beleben sollten, wie wir in ihr arbeiten sollten. Herr Thürsen. Ja, vielleicht noch ein Thema, das damals auch nicht so hoch auf der Agenda stand. Frauenrechte, und zwar nicht nur die Rechte der Frauen, sondern auch deren Beteiligung in Friedensprozessen. Das nennt man Women, Peace and Security. Und es gibt ja jetzt wissenschaftliche Untersuchungen, die besagen, wenn Frauen teilhaben an Friedensverhandlungen, dann sind die Ergebnisse auch viel, viel stärker und halten auch viel, viel länger. Wir nennen das die 3 R, Ressourcen, Rechte und Repräsentation. Ich glaube, das war für Dag Hammarskjöld überhaupt kein Thema. Und das ist heutzutage sehr stark auf der Agenda von fast allen UNO-Mitgliedstaaten. Ja, vielleicht 2 Ergänzungen. Ich erinnere mich, dass er an einer Stelle in seinem Tagebuch berichtet, dass die Welt, in der er groß geworden ist, eine ganz andere Welt war, als die Welt, in der er jetzt lebt. Er hat eine bestimmte Erziehung genossen und lange Zeit gedacht, die Welt hat sich so radikal gewandelt, dass diese Erziehungsprinzipien, die er von seinen Eltern, bei seinen Eltern kennengelernt hat, im Grunde antiquiert sind. Und jetzt, deswegen der Eintrag in diesem Tagebuch, stellt er plötzlich fest, das ist gar nicht so. Das heißt, er agiert auf der Weltbühne politisch, ist da zum Teil sehr erfolgreich, merkt aber, dass das, was er von zu Hause mitbekommen hat, ich habe ein paar Worte eben schon darüber gesagt, dass das eigentlich doch noch trägt. Und ich würde die Hypothese aufstellen, dass er das, wenn er in unsere Zeit gebeamt würde, 50 Jahre später auch noch sagen würde, sofort zugestehen würde, die radikalen Veränderungen, die wir heute haben, aber sagen würden, im Letzten sind die Prinzipien, die mein Dasein und die mein politisches Handeln eigentlich tragen, es besteht keine Notwendigkeit, die angesichts dieser vielfach veränderten Situation auch zu ändern. Das Zweite ist, ein bisschen eine Anfrage würde ich stellen,
Es gibt einen schönen Satz von Helmut Schmidt, der angesichts der Schleierentführung, und er war ja damals stark umstritten, wie er sich entschieden hat und so weiter, gesagt, es gibt Situationen, da kann man nicht Gerechtigkeit und Frieden zugleich haben, sondern man muss sich entscheiden. Und das heißt, er hat als Politiker für den Frieden entschieden, im Bewusstsein, dass das nicht gerecht war. Und ich weiß nicht, ob, das scheint mir ein Signum unserer Zeit zu sein, dass es tatsächlich vermehrt Situationen gibt, wo man die Wahl einfach machen muss. Will ich die Gerechtigkeit, dann muss ich den Frieden opfern oder umgekehrt. Und ich weiß nicht, ob Hammarskjöld noch ein bisschen optimistischer an der Stelle war und geglaubt hätte, im Grunde gibt es eine Lösung für solche Situationen. Ich wäre pessimistisch mit Helmut Schmidt an der Stelle. Danke, dass Sie sich auf diese schwierige Frage eingelassen haben. Zum Abschluss noch eine ganz einfache Frage an jeden, eine für die Abschlussrunde. Was ist Ihr Lieblingszitat von Dag Hammarskjöld? Oder was würden Sie, wenn Sie jetzt jemandem sagen müssten, wer ist Dag Hammarskjöld für mich, was würden Sie dem sagen? Ist vielleicht doch nicht so einfach. Fangen Sie mal an, Herr Botschafter. Ja, nee, er hat ja so viele erinnerungswertige Zitate, aber das, was ich anfangs gesagt habe, wo er wirklich Nikita Chruschtschow quasi fertig gemacht hat, das steht für mich für Dag Hammarskjöld, für seine Autorität, für seine Integrität, sein Mut und auch sein Willen, wirklich die Kleinstaaten gegen Übergriffe von den Großen zu bewahren. Das würde ich auch nehmen. Mag ich auch am liebsten, aber damit noch ein bisschen Variation reinkommt, würde ich wahrscheinlich, wenn mich jemand fragt, sagen, ich wünschte, es gäbe wieder jemanden, sodass ich sagen könnte, leave it to Dark. He will fix it. Ja, ich habe angefangen, wie gesagt, dieses Tagebuch zu lesen. Zwei sind mir direkt, habe ich mir direkt angekreuzt. Das eine im Rückgriff auf eine biblische Stelle, wo er sagt, man fängt an, richtig zu leben, wenn man erkennt, dass man ein sich selbst anvertrautes Fund ist. Das ist eine biblische Wendung. Darüber muss ich noch nachdenken. Mir scheint das aber ein tiefsinniger Satz zu sein. Also man muss mit den Funden, die einem selbst anvertraut sind, auf richtige Weise umgehen. Angesichts der Tatsache erst recht, dass man vielleicht selbst für sich selbst an ein solches anvertrautes, von Gott anvertrautes Fund ist. Zweiter Satz. Den finde ich undialektisch, aber als Spitze erstmal eben auch anregend ist der Satz, wo er sagt, wir müssen für das Vergangene dankbar sein und das Zukünftige bejahen. Finde ich beides gleich schwer, gleich richtig, aber undialektisch in dem Sinne, dass ich sagen würde, man muss auch für das Zukünftige dankbar sein und das Vergangene bejahen können. Aber ich will jetzt in keine theologische Vorlesung. Ja, ich bedanke mich fürs Zuhören, ich bedanke mich fürs Mitdiskutieren. Ich habe noch eine kleine Zusammenfassung, die Anselm Grün zu Hammarskjöld als Mystiker geschrieben hat und die finde ich auch ganz schön. Bleibe im Zentrum, in deinem eigenen und dem der menschlichen Reaktionen. Handle für das Ziel, dem dein Leben gilt, mit aller Kraft, die dir in jedem Augenblick zu Gebote steht. Und handle ohne Gedanken an die Folgen und ohne in irgendeiner Weise dich selbst zu suchen. Herzlichen Dank und bitteschön. Meine Damen und Herren, ich bin also derjenige, von dem Per Thyresson gesagt hatte, er hätte ihn angerufen und ihn gefragt, ob er heute sich vorstellen kann, hier in Frankfurt zu sein. Der Beweis ist erbracht, er ist hier und er hat in der Tat sofort Ja gesagt. Aber an erster Stelle möchte ich natürlich danken, und zwar einmal natürlich dem Haus am Dom, stellvertretend natürlich auch Ihnen, Herr Generalvikar, dass Sie uns heute hier, und Dr. Lorenz, dass Sie uns heute hier mit Ihrem ganzen Mitarbeiterteam beherbergt haben und diese Veranstaltung
Veranstaltung unter erschwerten Bedingungen, nämlich der Corona-Bedingungen, vorbereitet haben. Das ist nichts Leichtes und für uns alle ist es aber eine große Freude, dass wir uns live hier zu einer solchen Runde treffen können. Danken, das erlaube ich mir einfach mal, wir sind ja Mitveranstalter, die Evangelische Akademie, Dr. Pausch ist hier, Herr Christian ist hier für die Stiftung, wir haben gemeinsam die eine oder andere Runde verbracht. Wie wird der heutige Tag gestaltet? Und damit ist dieses Ergebnis hier rausgekommen. Und ich muss Ihnen sagen, also ich habe dem gelauscht, ganz klar und tief gebannt gelauscht. Es war, glaube ich, für uns alle eine Diskussion und ein Gespräch in einer Tiefe, die wir selten in unserem Tagesgeschäft, jedenfalls ich bin nur ein einfacher Anwalt, vielleicht nicht ganz so einfach, aber so miterleben in der Relation zwischen Politik, Geschichte, Werten. Selber bin ich ja Sohn eines evangelischen Theologen und manchmal habe ich mich hier schon wie an dem heimatlichen Mittagstisch und Abendbrottisch gefunden, für was für Diskussionen mein Vater dort als evangelischer Theologe mit uns geführt hat. Aber ich will Sie nicht zu tief in mein Privatleben schauen lassen, aber dennoch, es gehört ein bisschen dazu. Das war etwas ganz Besonderes, was Sie heute miterleben können. Ich hoffe, dass auch viele hier an den Bildschirmen oder über Zoom, was ist es, Zoom? YouTube, zugehört haben. Mein Dank gilt natürlich Ihnen als allen, dass hier waren, Frau Peters, für die Ihre Moderation. Das war keine normale Geschichte, nehme ich an, in der Herausforderung, die Sie hatten, um diesen Tag heute hier vorzubereiten, auch inhaltlich. Ich danke Professor Schulz, Professor Deitelhoff, unserem Botschafter Per Töresson, insbesondere, dass du es auch geschafft hast, trotz widriger Umstände in Form eines Bahnstreiks hier über Stuttgart heute hier in Frankfurt reinzufliegen und auch dich nicht dann kurzfristig abgesagt hast. Es war wunderbar, dass wir Ihnen allen zuhören konnten und mit Ihnen hier nachdenken konnten. Damit Sie das Nachdenken noch vertiefen können als Teilnehmer auf unserem Podium, sehe ich da hinten, das hat Dr. Lorenz mir eben gezeigt, und hier sehen Sie Frau Ekblatt, die ist bei uns im Konsulat, gibt es hier verschiedene Flaschen, die ja zur, glaube ich, geistige Getränke sind. Und Sie sind mal bitte so nett und nehmen sich eine ab. Per, wie du den Flugzeug nach Berlin bekommst, das überlasse ich dir. Professor Deitelhoff, Professor Schulz. Vielen Dank, Sie dürfen auch einen kleinen Applaus spenden. Wir freuen uns, schwedisches Konsulat, dass wir Sie gleich noch zu einem kleinen, damit Sie nicht gleich weglaufen müssen, zu einem kleinen Umtrunk und zum kleinen Imbiss einladen können. Wie das genau passiert, weiß ich nicht. Und ich glaube, Per, ich muss dich enttäuschen, es gibt keinen Hering und keinen Schnaps, sondern das ist, glaube ich, italienisch geprägt, was kommen wird. Und wenn Sie nachher aus dem Haus gehen, hier draußen finden Sie noch ein paar hübsche kleine Veröffentlichungen, ganz brandneu habe ich mitgebracht, eine Veröffentlichung, ein Buch nahezu über Schweden. Und wenn Sie neugierig geworden sind auf Schweden, dem Heimatland Dag Hammarskjöld, dann kann ich Ihnen das sehr empfehlen. Das ist ein wunderbares Buch. Ich habe es auch erst vor ein paar Tagen mir angeschaut. Ich als Halbschwede sozusagen, der seine Sommer in Schweden verbringt und dort studiert hat. Man kann vieles Gutes lesen über den Hintergrund, vielleicht wo Schweden heute steht und woraus Schweden sich entwickelt hat. Auch Dinge, die der Botschafter genannt hat, wie zum Beispiel Frauen und Gleichstellung und viele andere Dinge und Schwedens Rolle in der Welt, in der Friedenspolitik als Gründungsmitglied der Vereinten Nationen. Darauf bin ich, das darf ich dir sagen, lieber Per, sehr, sehr stolz, dass ich dieses Land hier in Frankfurt vertreten kann. So, herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Ich wünsche Ihnen, dass Sie vielleicht nicht sofort weglaufen, sondern noch ein bisschen bei uns bleiben. Ich freue mich auf den Austausch mit Ihnen. Vielen Dank. Applaus